was ich habe, glaube ich, irgendwie nur ein paar Minuten davon gesehen. Und dann dachte ich mir, okay, ich gucke das jetzt nicht weiter, weil das müssen wir im Stream gucken. Ich glaube, hier erwarten uns also das ist der Lebensratgeber. Es gibt eine Menge Lebensratgeber. Ich glaube, Gino will euch ja ständig erzählen, wie ihr zu leben habt. Ne? Und ich genauso, ganz schlimm. Aber jetzt werdet ihr so einiges lernen. Also, Und zwar haben wir Jeremy Fragrance, der 58 Minuten lang jetzt euch mal so richtig erklärt, was abgeht im Leben. Kann mein Handy wegtun? Dörsig, ne? Junge. So ist gut? Ist okay. Okay. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mein Gast Jeremy Fragrance. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Daniel Schredinski, Daniel Schütz, Jeremy Fragrance. Ab wann entscheiden wir eigentlich, wer wir sind? Bin ich noch der Typ, der den Abschluss in der Schule gemacht hat? Bin ich noch der, der mit 14 den Namen... Es geht direkt los. Es ist direkt geil, oder nicht? Es ist direkt geil. Meines deutschen Stiefvaters genommen hat. Nur mal so als Inspiration für euch. Ihr seid nicht der kleine Luschenficker, der als Kind gehänselt wurde. Scheiße. Ihr seid der, der ihr entscheidet zu sein. Wenn ich sage, ich bin Jeremy Fragrance, dann bin ich Jeremy Fragrance. Wenn ich auf einmal 800.000 Euro verdiene, wie ich jetzt in den letzten 90 Tagen gemacht habe und davon über 80% Profit, bin ich jetzt der reiche Multimillionär und bin ich jetzt der geile Sack, der in den Lounges alles sagt. Weißt du, deshalb, ihr seid nicht der, in dem ihr früher eingebrannt seid. Ihr könnt jeden Tag geiler werden. Und das ist übrigens eins... Ja, ihr könnt jeden Tag geiler werden, Chat. Entscheidet euch jeden Tag einfach ein bisschen geiler zu sein. Das kann ich unterschreiben. Rezepte, immer geil drauf zu sein, auch wenn du minimalen Progress machst. Ich würde es nicht unbedingt daran festmachen, woran er das jetzt festgemacht hat, mit irgendwie 800.000 oder irgendwie sowas. Aber ihr könnt euch tatsächlich jeden Tag verbessern, das kann man unterstreichen. Dich verbesserst, auch wenn du nur jeden Tag von mir aus diese Dattelsorte gibt mir mehr Satiety oder ich schreibe mir auf Stuhlgang, Asch war gut, Deglet war besser, Punkt. Weißt du, die Sorte gibt mir einen besseren Stuhlgang. Und einen besseren Ich führe darüber auch Protokoll, über die Konsistenz und auch über die Häufigkeit meines Stuhlgangs, je nachdem, welche Dattelsorte ich eingekauft habe. Ich weiß nicht so, was ihr so für Protokolle führt, aber auch das kann dazu führen, dass ihr einfach jeden Tag ein bisschen geiler werdet. Pump. Warum gibt die mir einen besseren Pump? Alle, die Fitness machen, die wissen, was ein Pump ist. Natürlich. Weil, krass, Fructose-Verhältnis ganz anders bei der, die hat viel mehr Glucose. Die pumpt mehr deine Glykogenspeise auf. Was ist überhaupt Glykogen? Und dann lernst du das. Also wir müssen uns alle erstmal bewusst sein, dass wir überhaupt existieren. Ja, Glucose, Fructose bilden Saccharose und je nachdem, wie viel Fructose ihr zu euch nimmt, hat die Niere mehr zu tun, um das in Glucose zu verstoffwechseln. Deswegen ist es eigentlich besser, mehr Glucose bzw. Saccharose statt reine Fructose zu euch zuzunehmen, weshalb Obst eigentlich gar nicht so gesund ist. Und dann kann das auch den ganzen Tag Bullshit reden. Wobei, das war sogar eigentlich richtig, aber naja. Ein guter Ratschlag ist, stetig sich zu verbessern, auch wenn es nur in verschiedene Richtungen sind. Weil sonst gibt es Menschen wie Robin Williams, ich weiß nicht, ob es deswegen passiert ist, der sich erhängt hat, der Multimillionär, Familie. Warte, warum ist das passiert? Warum sagt er das? Oh, nein. Mein Vater, Oscar-Gewinner, eigene TV-Show, alles. Mhm. Aber eins der Wegs zu Key to Happiness ist eben stetiger Progress. Ist er noch bei den Datteln? Ich bin mir nicht sicher. Progress. Und für mich auch der Kontrast zwischen, ich bin der geilste Sack der Welt, aber auch täglich sich selbst aufs Maul zu hauen mit Fasten, mit kalt duschen und naja, so Dingen, die dich einfach wieder so runterschieben. Weil in der heutigen Welt kann jeder leben wie ein König. Du gehst zum Aldi, Mindesthaltbarkeitsdatum-Ecke. Was? Du kannst leben wie ein König. Du gehst zum Aldi Mindesthaltbarkeitsdatum-Ecke. 30% für 1,70 Euro kaufst du dir dann irgendwie ein Kilo Fleisch. Dann kannst du leben besser als ein König vor 100 Jahren. Also vor 100 Jahren war die Zeit der Könige eigentlich schon vorbei. Aber Lebensstandards orientieren sich ja an der aktuellen Zeit. Also ja, eventuell, vielleicht stimmt das dahingehend, dass man sich besser ernährungsreicher als vor ein paar hundert Jahren einkaufen kann. Aber deswegen denkst du nicht, oh,
Das ist dieses Gelaber von alles ist ein Mindset. Dass wenn du nur die richtigen Relationen setzt, dann ist dein Leben geil. Aber das verkehrt ja komplett die Ungerechtigkeit in der Welt. Das heißt ja so, also was er damit ja zum Ausdruck bringen will, ist, dass du dich ja in jeder Situation mit allem abfinden kannst. Du brauchst nur die richtigen Annahmen. Ja, gut. Und dann noch hier, du musst nicht mal mehr Frauen so kennenlernen. Du kannst dich so stimulieren, dass du dir fiktive Frauen anguckst. Und es ist einfach, wir müssen uns eigentlich alle, sowieso die, die das jetzt... Gut, das hittet natürlich anders, Chat, ne? Also, mit den fiktiven Frauen angucken. Na gut. ...sehen, künstlich restriktieren. Und ich spreche nicht von Moderation, das habe ich nämlich auch gelernt. Moderation sind meist so Leute, die so ein bisschen, meistens so ein bisschen luschig sind, die sich so... Ich mag Leute, die extrem... Mir wurde bisher noch keine Frage gestellt. Ich glaube, er redet seit 3 Minuten irgendein komisches, wirres Zeug und Leroy hat nur Hallo gesagt. Aber was mir geholfen hat, ja, das tue ich. Stimmt, der König vor 100 Jahren konnte sich auch nicht mal die virtuellen Frauen angucken. Nein, das tue ich nicht. Ja, ich esse Fisch. Nein, ich rauche nicht. Was? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Und wenn du so ja, nein machst, dann ist das auch ganz einfach. Wenn du ja, nein machst, ist das ganz einfach, Chat. Egal, welches Problem ihr habt. Egal, ihr macht einfach ja, nein. Sorry, das ist... Ja, sorry, dass ich jetzt 3 Minuten wirres Zeug geredet habe. Aber du darfst jetzt auch deine Fragen stellen. Und danach rede ich wieder wirres Zeug. Ja, nein machst, dann ist das auch ganz einfach. Sorry, das ist... Das musste raus, aber ich finde es sehr geil, die Energie ist gut, ja. Die Zuschauer wissen das sicher auch zu schätzen. Du kommst jetzt nicht her, um hier irgendwie Zeit abzusitzen, sondern du hast Bock. Und ich möchte heute ein bisschen herausfinden, wie kam es überhaupt dazu, wie bist du dieser Typ geworden? Kurzer Sprung, vielleicht mal ganz zurück in der... Mir fällt das auch so schwer, was dazu zu sagen teilweise, weil ich dem kaum folgen kann. Das springt so sehr, dass er sich, glaube ich, auch selbst nicht versteht. In der Kindheit, wie bist du aufgewachsen? Ich habe mal so irgendwo deine Mama schon mal erwähnt. Ja, ganz basic, ganz normal. Älteren Bruder gehabt, so ein bisschen in der Hood aufgewachsen, also so echt so in der Theodor-Heuss-Straße in Oldenburg. Das ist so ein bisschen. Das ist natürlich die absolute Hood. Die Hood und so. Und dann habe ich einfach ganz normal Schule, nichts. Kennt ihr mal die Theodor-Heuss-Straße in Oldenburg, Chat? Ihr kommt wahrscheinlich auch alle aus der Hood, oder? Besonderes im Prinzip. Und hin und wieder wurde ich dann als Zweiter gewählt. Das fand ich doof, weil der Patrick Nierke, der war 4 Jahre älter als ich. Oder der hatten wir übrigens, erinnert ihr euch an das hochklassige Format der Jugendspiele, was wir gemacht haben? Im ursprünglichen Konzept habe ich mir gedacht, es gibt keine festen Teams, sondern es gibt nur Team-Captains und die Team-Captains wählen, wie in der Schule, abwechselnd die Leute aus der Mitte. Haben wir nicht gemacht, weil wir uns dachten, vielleicht fühlt sich der oder diejenige, die dann am Ende übrig bleibt, ein bisschen doof. Aber im ursprünglichen Konzept stand das mal so drin. 2 Jahre, weil der zweimal sitzen geblieben ist, hat den Sixpack und dann davor noch beim Fußball gab es den Volker, der war immer so ein bisschen besser als ich. Und ich hatte also so dieses bisschen so der Zweitplatzierte sein, das mochte ich nicht. Matthäus, ja. Das hätte wochenlang Drama gegeben, genau. Ich dachte eigentlich, ist das, also meine Idee war so, erstens erinnert es an die Schule, deswegen gut. Zweitens, also weil es soll ja Jugendspiele sein, dies, das. Und zweitens dachte ich so, okay, aus diesem gesamten Drama, was daraus erspringt, kann eine Menge Comedy-Potenzial kommen. Aber dann dachte ich mir, ja, ist vielleicht auch ein bisschen doof mit diesem, ja, wer übrig bleibt und so. Und deswegen haben wir es nicht gemacht, aber ja. Und ich habe vieles ausprobiert, so ich habe Kampfsport gemacht, ich habe sogar Computer. Am Ende habe ich einfach festgelegt, wie die Teams aussehen. Das Spiel richtig gut gespielt. Und ich habe auch richtig geilen Tanzkanal auf YouTube gehabt, sehr erfolgreich. Aber als diese Parfümsache dann kam, dann dachte ich, boah, ich könnte die Number One sein weltweit. Number One, geil. Und seit ist er die Number One im Parfüm-Business? Also wahrscheinlich nicht, aber zumindest im Influencer-Parfüm-Business wahrscheinlich, oder? Ich kenne niemand anderen. Aber es könnte auch an mir liegen. I don't know. Dem identifiziere ich mich auch gern mit Dingen, so goldene Rolex, roter Ferrari, Number One, Number One, Number One. Und immer weißes Outfit, ne? Das gehört auch dazu. Hast du schon mal so Kredite aufgenommen oder Schulden irgendwie? Nö, ich habe noch nie in meinem Leben Kredit, ich habe keine Kredite, kein Management, gar nichts.
Noch nie einen Kredit aufgenommen. Nicht mal einen Handyvertrag oder so. Ich habe lustigerweise für die Produktion meines ersten Parfüms... Habe ich schon mal Kredit aufgenommen? Ja, habe ich. Habe ich. Ich habe... Beim Umzug habe ich einen Kredit aufgenommen. Von, ich weiß gar nicht mehr, ein paar tausend Euro. Ist aber schon abbezahlt. Habe ich mir 100.000 Euro von Mutti geben lassen. 100.000 Euro von Mutti? Ich glaube 100.000 oder so. Okay. Und dann habe ich eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Alle mal schnell googeln. Kickstarter, Jeremy Fragrance, drei Wörter. Und dann seht ihr, ich habe 25.000 Euro. Studiengebührenkredit, stimmt. Ich habe auch BAföG ein bisschen bekommen, 28 Euro pro Monat. Hätte ich mir auch sparen können. Aber das ist ja technisch gesehen, ist das technisch gesehen Kredit? Kann sein, weiß ich nicht. Oh, gewollt, habe 738.000 bekommen für mein erstes Projekt. Das ist so eine Art Höhle des Löwen. Wofür hat er Geld bekommen? Nochmal zurück, das muss ich jetzt nochmal genau hören. Und dann seht ihr, ich habe 25.000 Euro gewollt, habe 738.000 738.000 bekommen für mein erstes Projekt. Das ist so eine Art Höhle des Löwens. Mutti, hier sind deine 100.000 zurück, brauche ich doch nicht. Und dann habe ich einfach... Von wem hat er das bekommen und warum? So viel Parfüms produziert, wie ich brauchte für meine erste Charge von... Oder er ist nur ein Schnacker und er hat gar nichts bekommen. Ich weiß es nicht. Lüften. Kickstarter. Kickstarter? Toll. Ja, für ein Parfüm oder nicht? Hat er auch erzählt. Als Chanel und die Leute wissen nicht mal, wie der riecht. Und abgesehen davon, dass sie nicht mal wussten, wie der roch. Bis heute können die Leute die Düfte nicht testen. Die kaufen die einfach blind. Die kann man sich auch mal einmal komplett abfeiern, ne? Das ist auch. Vielleicht machen wir auch mal ein Parfüm im Shop. Könnt ihr dann auch nicht testen, kauft ihr einfach blind. Die wussten nicht mal die Duftnoten. Die wussten nur, dass es von Jeremy Fragrance ist. Und deshalb... Stimmt wirklich. Krass. Warum? Wieso gebe ich einen random Typen aus dem Internet für einen Duft Geld? Also ich verstehe ja viel so, ne? Aber das verstehe ich überhaupt nicht. Nee, Schulden, nix, gar nichts. Ja, mir ist ganz wichtig, vielleicht auch nochmal für die Zuschauer zu sagen, dass wenn ihr solche Sachen hört... Name, aber damals hatte er doch noch keinen Namen. Oder verstehe ich das falsch? Das war doch sein erstes Ding. Bei seinem ersten Ding hat man ja keinen Namen. Dass jemand irgendwie so einen Ferrari vor der Tür stehen hat oder sonst was, materielle Werte irgendwie anhäuft und da auch einen gewissen Luxus sich erarbeitet hat, dann... Er hatte doch einen super Tanzkanal. Aber war er mit seinem Tanzkanal so erfolgreich, dass er da so viel Geld... Also, versteht ihr, wenn wir sowas machen würden, ne? Also wenn wir ein Parfüm rausbringen würden, dann verkaufen wir davon ein paar hundert Einheiten. Ich glaube, so realistisch wären, weiß ich nicht, 400 Stück oder so oder 300. Kommt vom Preis ab wahrscheinlich so. Das ist das, was wir mit unserer Reichweite wahrscheinlich an Parfüm raushauen könnten. Aber damit sammeln wir keine 700.000 Euro ein. Also weiß ich nicht. Ist das nicht, wo wir jetzt irgendwie sagen müssen... Kannst du eh nicht nutzen. Ich sag's dir jetzt schon, kannst du eh nicht nutzen. Du wirst Fahrrad fahren, weil du sonst ein fauler Sack wirst. Du wirst gesund essen, weil du sonst ein fetter Sack wirst. Und das war's. Die anderen Dinge sind, weißt du, Essen und Bewegung. Sonst machst du dich selbst kaputt. So ist es. Pass auf jeden Fall auf bei Schuldenfallen. Das kann sehr schnell gehen, gerade wenn man Kredite aufnimmt. Dann, ich kenne selber sehr viele Menschen. Ja, die Tasse ist das erste, oder nicht das erste, aber eines der ersten Produkte in unserem Shop, wo wir mal über unseren Erwartungen liegen. Also richtig. Nicht nur ein bisschen, wo man denkt, ja gut, hätten wir noch ein paar mehr bekommen, machen können. Aber da waren sie das erste Mal, dass sie sofort weg waren. Ich weiß gar nicht, wie viele Tassen waren das? Ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Ich glaube, wir hatten irgendwie 200 Tassen oder so. Da waren sofort alle weg. Sofort. Ja. Die da reingerutscht sind und da kommt man halt nicht ohne weiteres. Waren 250, waren es okay. Ja. Aber normalerweise, so T-Shirts und so weiter, sind alle in ähnlichen Größenordnungen. Ne? Das fängt dann oft so an, dass man einen Kühlschrank oder Klamotten auf Raten zahlt und da drin sind dann wieder Zinsen versteckt, die sich läppern können. Und da kann Anyfin helfen. Das ist eine App, wo ihr eure eigenen Ratenzahlungen. Ja, weiß ich nicht, ne? Also. Diese ganzen Apps mit von wegen, dass die dir da die Schulden da irgendwie erleichtern. Also, ich habe da jetzt auch nicht so viel Detailwissen, aber
immer fraglich, wenn ihr überhaupt auch andere Apps in diese Richtung, so wie Clark und so, gebt man nicht alle eure persönlichen Daten irgendwelchen dritten Unternehmen. So, ich. Ja. Fotos und Anyfin prüft dann, ob es vielleicht ein besseres Angebot für euch gibt. Oder einfach keine Ratenzahlung, es sei denn, ihr wisst ganz genau, worauf ihr euch einlässt. Ja. Also alle, die jetzt gerade einen Kredit haben, checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung ab, denn das ganze Angebot ist kostenlos. Also ihr könnt euch da kostenlos prüfen lassen. Wenn ihr es annehmt, ist gut, wenn nicht, dann halt nicht. Also es ist total unverbindlich und Anyfin hat eine... Ja, unverbindlich. Also unverbindlich können die gar nicht arbeiten. Die brauchen ja schon einiges von dir. Partnerbank, die dann euren Kredit abbezahlt. Und ihr zahlt dann mit Anyfin auf jeden Fall weniger. Und zwar durchschnittlich 36% weniger. Und deshalb glaube ich, ist es eine geile Win-Win-Situation. Ladet euch die App einfach mal runter. Hier gibt es noch einen Code für euch. Und bitte seid aber trotzdem vorsichtig mit Krediten. Da kann man sich echt verzocken. Und jetzt machen wir weiter. Und das habt ihr Zuschauer jetzt sicher noch nicht mitbekommen. Also Jeremy ist jetzt direkt vom Flughafen gekommen. Du kommst gerade aus Mailand. Ja, ne? Aus Mailand. Ja, so einfach der Allergeilste, ne? Die Art und Weise, wie er Mailand betont und dann den Blick zur Seite macht, weil da merkst du, in diesem Moment findet er sich selbst sehr geil. Ich habe noch nicht mitbekommen, also Jeremy ist jetzt direkt vom Flughafen gekommen. Du kommst gerade aus Mailand, ja, ne? Aus Mailand. Messe und ja, so. 100%. Du bist ausgestiegen, hier reingelaufen, direkt hingesetzt und Kamera an. Geil. Ist ja eine absolute Wahnsinn. Er hat sich direkt hingesetzt. Und wie ein Vollprofi. Eigentlich hast du mir gesagt, hättest vor 23 Minuten schlafen müssen, ja. Weil wir 19.23 Uhr haben. Ja. Alter, warum musst du um 19 Uhr schlafen? Ganz interessant. Warum musst du um 19 Uhr schlafen? Da bin ich jetzt auch gespannt. Also ich verstehe ja, dass nicht jeder so wie ich jetzt um 1.46 Uhr hier noch aktiv sein muss. Ne? Aber um 19 Uhr ist schon echt früh. Warum gehe ich um 19 Uhr schlafen? Aus dem folgenden Grund. Abends sind die Simpsons vorbei und dann ist auch gut genug gewesen für den Tag. Man meist eine der drei Dinge. Man isst Scheiße. Man, man isst Scheiße. Okay. Man guckt Scheiße im Fernsehen. Man guckt Scheiße im Fernsehen, weil die Simpsons vorbei sind. Oder man ist dumm im Kopf. Lassen wir es mal anders paraphrasieren. Man isst dummes Zeug. Man guckt dummes Zeug im Fernsehen. Oder man ist selber im Kopf im Dumm, weil die ganze Brainpower ausgelaugt ist. Und wenn du Unternehmer oder irgendwas bist, dann ballerst du den ganzen Tag so durch, dass du am Abend einfach nur... So wenn du Unternehmer oder irgendwas bist, heißt das, das gilt für alle? Oder du musst schon etwas sein, also etwas Höheres. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das jetzt gemeint ist. So bist und einfach nur noch... Was auch immer dann was Höheres ist. Also es ist ja auch so, 80-20-Regel, die Pareto-Formel kommt immer wieder vor, in fast allen Dingen. 80-20, merkt euch das. Googelt, was Pareto bedeutet, 80-20. So okay, das kriegen wir hin. Also da, also meine Maus ist aus. Warum ist meine Maus aus? Ist meine Maus wieder an, ja. Aus irgendeinem Grund ist das Kabel gelockert gewesen. So, Pareto-Regel. Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip, benannt nach Vilfredo Pareto, auch Pareto-Effekt oder 80-zu-20-Regel genannt, besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwands erreicht werden. Die verbleibenden 20% des Ergebnisse erfordern mit 80% des Gesamtaufwandes die quantitative meiste Arbeit. Haben wir gegoogelt. Und bei mir ist eben so, bis 16 Uhr ballere ich mich voll durch. Ich terrorisiere mich strategisch mit geiler Musik, mit Koffein. Warte, hat er gesagt, ich terrorisiere mich strategisch mit geiler Musik? Mal davon ab, dass das grammatikalisch falsch ist. Was soll das bedeuten? Was bedeutet das? Bedeutet das, dass man einfach richtig hart Scooter pumpen soll? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, das bedeutet das. Hier und mit das, mit Stimulation da. Und dann ist einfach Feierabend. Und als ich festgestellt habe, abends besser nichts mehr essen, besser für Verdauung und all so ein Zeugs, okay, fällt schon mal weg. Ich stehe morgens um 5.11 Uhr auf, mache einarmige Liegestütze. Um 5.11 Uhr? Warum ist das so spezifisch? Warum steht der um 5.11 Uhr auf. Warum steht er nicht um 5 Uhr auf oder 10 nach 11? Warum 5.11 Uhr? Ja, 10 nach 11 ist Quatsch, 10 nach 5 dann. Stütze, Dusche, arschkalt. Ich gehe besser nicht abends weg, weil ich weiß, das kommt sowieso morgens.
Da kam ich nicht drum herum, weil sonst betrügst du dein eigenes Ideal. Und dann fangen Leute an, aus Wut zu fressen und Hass auf andere zu ballern, wenn sie ihr eigenes Ideal betrügen. Also habe ich gesagt, nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Und dummes Zeug zu gucken, da habe ich mich einfach limitiert, weil ich das einfach cool finde, eigentlich gar nichts mehr im Internet oder im Fernsehen zu gucken. Also sitze ich da manchmal so und das Einzige, was übrig bleibt, ist zu pennen. Und ein bisschen natürlich social mit Leuten, aber das habe ich mittags auch. Auch wild, oder? Wie kann man denn als Influencer nichts gucken? Das entweder lügt er uns an oder er hat ein ganz anderes Leben als ich. Auch schon. Also um es nochmal zusammenzufassen. Wie so also ich verstehe, wenn man nicht aus dieser Branche kommt und dann nichts guckt. So, ne? Aber wenn man aus der gleichen Branche stammt, du musst ja irgendwie am Ball bleiben und wissen, was so passiert in der Welt und so weiter und was die anderen machen und alles. Funktioniert das Ganze, ja. Ich um 19 Uhr schlafe. Ich glaube, für ihn ist das egal, weil er nur über Parfüm redet. Und ansonsten redet er die ganze Zeit nur Stuss, geht auch. Na gut. Zum einen, früh schlafen ist ziemlich gesund. Also man sagt so eine Theorie, alles, was vor 22 Uhr ist, es zählt irgendwie doppelt an Zeit. Ich esse abends kein dummes Zeug mehr, was normale Menschen tun. Abends snacken die ganze Zeit, mache ich nicht mehr. Sehr gut, also bis dann nicht mehr machen. Ich muss sagen, ich koche sehr oft nachts. Ich bin da auch ein bisschen wild. Ich glaube, dass ich fange so gerne mal auch einfach um 23 Uhr oder so an zu kochen. Und dann esse ich halt mein normales Mittagessen nachts um Mitternacht. Aber gut, ich streame auch um 1 Uhr 51, also bei mir ist vielleicht sowieso ein bisschen alles vorbei. Und ich gehe dann um 5.11 Uhr schlafen. Also um 5.11 Uhr gehe ich tatsächlich schlafen, jeden Tag, weil danach gucke ich nur noch dummes Zeug oder esse dummes Zeug. Ich gucke nichts mehr im Fernsehen, machen auch viele Leute dummes Zeug, machen wir auch nicht mehr. Und das andere ist einfach, die Brainpower ist ausgelaugt. Wurdest du so schon erzogen? Also, oder nee, erzähl mir mal, wie du erzogen wurdest. Och, wie wurde ich erzogen? Eigentlich recht normal. Mein Dad, ganz normal. Also klar, es gibt überall Probleme, aber da brauchen wir jetzt echt nicht so, ja, mein Bruder wurde verprügelt oder so. Weißt du, wie... Was? Also ist das jetzt fiktiv oder ist das passiert und dann droppt das so beiläufig? Das ist im Moment nicht relevant. Ich gucke jetzt, wie kann ich den Leuten jetzt in dieser Sekunde helfen? Aber das ist schon krass. Also ja, aber komm, wir haben alle aufs Maul bekommen. Aber wie kann ich... Ich habe nicht aufs Maul bekommen. Wie kann ich euch jetzt helfen? Und jetzt? Habt ihr aufs Maul bekommen, Chat? Ich glaube, ich habe nicht so wirklich aufs Maul bekommen. Ich habe mich manchmal ein bisschen gerangelt mit Leuten, aber ich wurde, glaube ich, noch nie so wirklich verprügelt. Ich habe auch nicht so richtig andere Leute verprügelt. Weder noch ein bisschen gerangelt mit Kumpels. Aber wir waren auch schon ein bisschen abenteuerlich. Also viele Lehrkräfte und auch unsere Eltern waren teilweise ein bisschen besorgt. Muss ich sagen. Muss ich so ein bisschen... Also was wir zum Beispiel gemacht haben ist, wir sind mit Fahrrädern auf den Platz gefahren und dann haben wir uns gegenseitig von den Fahrrädern getreten. Das war so ungefähr... So war ungefähr meine Kindheit. Aber das war immer, es war immer so ein bisschen, also wir waren alle irgendwie happy damit, aber wir hatten vielleicht auch alle einfach ein Rad ab, ich weiß nicht. Jetzt in diesem Moment denke ich, hört auf, abends Scheiße zu essen oder dummes Zeug normale zu Jungs, gucken. Also, ja, ist auch immer einvernehmlich, richtig. Ich meine, ich sag sogar so Reaction-Videos. Oder was anderes, was wir gemacht haben, ist, wir haben den jeweils anderen Huckepack getragen. Und derjenige, der getragen worden ist, der hat ja dann diese beiden Füße, ne, die dann zwischen den Armen so durchhängen. Und mit denen hat er dann den anderen, den Träger des Gegnerteams getreten, bis er den er getragen hat, nicht mehr tragen konnte. Und quasi diejenigen, die überlebt haben, also den anderen am längsten gehalten haben, haben die haben gewonnen. Das war ungefähr meine Kindheit. Wie gesagt, die Lehrkräfte und Eltern fanden das nicht so ganz so geil. Aber wir haben es immer alle unbeschadet, also mehr oder weniger. Also es gab nie ernsthafte Verletzungen. Aber das war so, naja. Das von Justin oder so? Das war unser Gerang. Ich würde mir sowas nicht angucken, Leute. Das hat mir sehr geholfen. Aber ihr guckt euch an, wie ein anderer über einen anderen redet. Oh, Leute, nutzt die Zeit und guckt euch lieber an, wie man sich richtig ernährt oder Self-Development-Techniken. Aber, ja, weißt du, so, das ist relevant in der heutigen Zeit. Und ansonsten, ja, okay, taffe Kindheit, klar, aber... Ach. Hat es dich irgendwie auch geformt? Also nein, hat mich null geformt, nein, nein. Das war... Hat
hat sich an ihn null geformt. An den Kindern hat ihn überhaupt nicht beeinflusst. Also im Grunde genommen ist er quasi schon als 18-Jähriger auf die Welt gekommen. Also da seine Kindheit hat null Einfluss auf sein. Ich habe aber, man muss auch dazu sagen, mein Bruder hat im wahrsten Sinne des Wortes mehr abbekommen, weil er der Ältere ist. Von deinem Vater oder von deinem Bruder? Von meinem Vater. Aber das ist auch alles schon gegessen. Mein Vater lebt auch nicht mehr. Ich hatte eine wundervolle Zeit mit ihm. Und ich habe mich so gesuhlt in meiner eigenen Geilheit, wie geil ich war und aus welcher Kraft ich da rausgekommen bin. Also jetzt in dieser Sekunde, glaube ich, wäre es smart, den Leuten irgendwie zu helfen in dieser Zeit, wo alle so ein bisschen lost sind. Ja, aber du musst ja dran denken, vielleicht ist jetzt gerade jemand in der Situation, dass er geschlagen wird. Lass mal überlegen, wenn du jetzt verprügelt wirst von deinen Eltern, wie kann ich dir helfen? Dann würde ich sagen... Vermutlich gar nicht. Also du kannst ihm Beistand leisten und so weiter, aber du kannst wahrscheinlich relativ wenig dagegen tun, was da passiert. Du kannst halt versuchen, das zur Anzeige zu bringen, aber das ist auch immer die Frage... Wie sehr sollte man irgendwie überhaupt ein Elternhaus anderer Leute angreifen? Eigentlich muss man professionelle Hilfe so schnell wie möglich suchen. Ne? Kannst gucken, nimmst dir den Typen, wo du weißt, dass irgendwie Opfer von häuslicher Gewalt wird und dann guckst du, welche guten Ansprechpersonen es da geben könnte im jeweiligen Umkreis. Gibt es Psychologen, gibt es Lehrkräfte? Dann gucken, hängt natürlich auch noch ein bisschen von dem Alter des Kindes ab, aber sicherlich ist auch das Jugendamt eine gute Dings und so weiter. Falls ihr selbst von sowas betroffen seid, Ausrufezeichen Hilfe, da gibt es auch Telefonnummern, die euch helfen. Wenn du jetzt verprügelt wirst von deinen Eltern, was soll ich dir da sagen? Also meine Mutter hat uns eiskalt damals aus der Wohnung rausgezogen und ist in eine anonyme andere Straße gezogen. Das ist eine Option, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, einfach abhauen. So, muss einfach raus. Und die andere Option, na gut, je nachdem wie alt du bist, kannst du natürlich schon auf eigenen Beinen stehen. Also, weiß ich jetzt, was ich meine. Im Sinne von, okay, schaffst du es ohne den Vater? Und ohne den Eltern? Auf einmal wird das wieder ganz finster, ey. Und wenn das geht? Ja, aber es ist, glaube ich, pauschal sehr schwer. Und gerade als Kind auch nicht direkt zu lösen. Ja, klar. Gut, die Leute sind jetzt auch nicht 8 oder 9 oder 10. Die sind, also mit 14, 15 kannst du schon was ballern. Wie war was? Moment, also mit 8, 9 oder 10 bist du ein Opfer, also du weißt, kannst dich nicht wehren oder sonst was, aber mit 14, 15 sollst du was ballern? Was soll das denn heißen? Soll ich mit dem Vater prügeln oder was? Was soll denn diese Aussage bedeuten? Wie, du kannst was ballern? Bei euch die finanzielle Situation, weil heute geht's dir gut, das sagst du auch ganz offen, aber wie sah es damals aus? Auch ganz normal. Ach du also Scheiße. Nichts Schlimmes. Ja, oder redet er zum Drogenkonsum? Das wäre auch nicht so gut. Das ist nichts. Aber das, glaube ich, passt nicht zu seinem Mindset. Das Gute ist, also klar, mit meinem Stiefvater, wo ich 14 war, da haben wir dann, habe ich mit eigenen Händen unser Haus gebaut, weil sein Vater war Maurer und dann haben wir so ein dickes Haus bekommen für die Hälfte des Preises selbst gebaut. Und davor eigentlich ganz normal, aber... Da hatte ich auch so ein bisschen Glück. Also ich würde das auch eher was Positives bei mir bezeichnen. Mein Vater und mein Großvater sind auch handwerklich eher so tätig. Also begabt, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber die machen auf jeden Fall viel, auch so im Haushalt, dies, das. Und da hat man mich auch schon häufiger mal mitgenommen und gesagt, hier, helf mal. Ne? Und man lernt auch so ein bisschen was. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich groß ein Handwerker bin, aber ist schon nice, wenn die Väter oder auch die Mütter das ein bisschen weitergeben an die Kinder. Das ist schon ganz gut. Aber was spannend war, ich war ja schon in der Theater AG, dann war ich in dem Jugendtanztheater und Schultheater. Und dann, wie jeder, dachtest du, wie kann ich ein Geld verdienen? Und dann sage ich vor dem Hintergrund, ich hatte auch Werken. Ja, ich war ja lange Zeit auf der Realschule, da hatte ich Werkunterricht. Ich habe im Werkunterricht nicht ansatzweise so viel gelernt, wie dann daheim beim Helfen. Dann habe ich festgestellt, ach geil, ich muss gar nicht Zeitungen austragen um 4 Uhr morgens, wollte ich eigentlich. Ich konnte dann aufgrund dessen die Waschmaschine reparieren, oder? Weiß ich nicht, weil das ist jetzt kein schwieriger Prozess mit der Waschmaschine. Aber vielleicht hätte ich es mir nicht zugetraut, die Waschmaschine alleine zu reparieren, wenn man mir nicht schon als Kind beigebracht hätte, dass man auch Sachen alleine machen kann. Ne? Dann wurde ich irgendwie gescoutet oder so, wegen von der Schule, für Staatstheater Oldenburg. Ja, ich komme ja aus Oldenburg. Und dann habe ich im Staatstheater Oldenburg irgendwie 935 Euro verdient, für einen Auftritt oder so, oder zwei oder so. Und ich dachte, boah, und da habe ich Blut geleckt. Das ist gut, wenn du früh Blut leckst und merkst, ach so, ich kann also mit coolen Dingen, mit Spaß Geld verdienen.
Und so zieht sich bis heute meine Laufbahn durch. Ich habe zum einen diese kreative Story von jedem Influencer auf der Welt. Schiene, wo ich wie ein crazy Koksüchtiger vor der Kamera springe. Jetzt nicht unbedingt. Ja? Aber gleichzeitig, und was viele Influencer und Künstler und diese armen 15-jährigen Mädels, die über den Tisch gezogen werden, nicht schaffen, auch das... Wer wird von wem über den Tisch gezogen? ...logische einzusetzen. Und dann habe ich eben 5 Millionen Euro Umsatz und 60 Leute, die für mich arbeiten oder so. Das denkt man gar nicht, wenn die mich so sehen, so der crazy, crazy Typ. Aber das ist alles nur Kindergarten, das ist alles Kindergarten. Aber gehört auch zum Ausleben der... Kokain ist also der Trick, nee. Also Jeremy Fragrance, das weiß ich mittlerweile, Jeremy Fragrance sagt immer, dass er wie Koks ist, aber er nehme keinen Koks. Was davon stimmt, wissen wir nicht. Aber laut eigener Aussage braucht er das gar nicht. Weil der Schlüssel ist, dass du um 5.11 Uhr aufstehst und um 19 Uhr schlafen gehst. Und dann bist du so. Und du musst darauf achten, dass die Datteln den richtigen Fructosegehalt haben. Inneren Emotionen dazu, weil Sigmund Freud, einer der größten Philosophen, der je gelebt hat, der sagt... Also erstens weiß ich nicht, ob Freud ein Philosoph war, kann man es schon sagen. Hilfe, wir werden geratet. Wir wurden von Jennistan TV geredet. Vielen Dank, Jennistan TV. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir gucken uns hier Lebensweisheit mit Jeremy Fragrance an. Ich kann noch mal ganz kurz zusammenfassen, was uns bisher hier offeriert wurde, damit ihr euch alle abgeholt fühlt. In den ersten 14 Minuten hat er uns erzählt, dass man vor 19 Uhr schlafen gehen sollte, weil danach isst man nur noch Scheiße, guckt nur noch Scheiße und überhaupt. Aufstehen sollt ihr um 5.11 Uhr. Wenn ihr 14 seid, dann könnt ihr schon ganz schön gut ballern. Und Sigmund Freud ist der größte Philosoph der Welt. Das sagt er uns gerade in diesem Moment. Deswegen fangen wir nochmal den Satz von vorne an. Dementsprechend, hier kann überhaupt nicht schief gehen. Inneren Emotionen dazu, weil Sigmund Freud, einer der größten Philosophen, der je gelebt hat, der sagt... ich kann das so nicht stehen lassen. Ne? Also Sigmund Freud, ja, hat die Psychoanalytik begründet, kann man mehr oder weniger sagen, mit ein paar anderen zusammen. Hat auch die Psychologie sehr stark vorangebracht, weil... sehr, sehr viele sich dann herausgefordert gefühlt haben, den ganzen Käse, den Sigmund Freud mal behauptet hat, zu widerlegen. Das hat die Psychologie eigentlich erst zur Wissenschaft gemacht. Deswegen hat er einen großen Einfluss gehabt. Das lag aber nicht daran, dass er so viele geniale Sachen gesagt hat, sondern dass er sehr viele Dinge gesagt hat, die die anderen erstmal widerlegen mussten. Aber er hat einen großen Einfluss. Freud selbst hat zu seinen gesellschaftstheoretischen und teils psychologischen Ansätzen gesagt, dass er sowieso nur bei Friedrich Nietzsche abgeschrieben hat. Naja, aber muss einer der größten Philosophen gewesen sein, die hier gelebt haben. Wenn er das sagt, dann muss das stimmen. Ich dachte auch, unausgesprochene Emotionen sind nicht begraben. Die sind nicht begraben, die sind hier und kommen zu einem späteren Zeitpunkt viel schlimmer wieder raus. Deswegen ist das eigentlich so eine Art Therapie oder Spaß, weil ich jeden zweiten Tag am Sprinten bin, ich dusche arschkalt, ich sag meine Meinung. Weil das hilft dir auch, so express yourself. Was sagt denn Bruce Lee? Googelt mal sein Schwarz-Weiß-Interview. Okay, da kommen wir zum nächsten Philosophen, den wir uns anschauen müssen. Bruce Lee in seinem Schwarz-Weiß-Interview. Ultimately, martial art... Be like water, my friend. That means expressing yourself... Okay, wir müssen das englische Zitat hören. Sein Schwarz-Weiß-Interview. Ultimately, martial arts means expressing yourself. Und Kanye West. Okay, ultimativ bedeutet martial arts, wir setzen mal martial arts, so Kunst, Kampfkunst oder so, bedeutet, sich selbst auszudrücken. Aber was bedeutet das jetzt im Kontext unseres Lebens? Das ergibt doch gar keinen Sinn, das ist doch so ein komplettes random Zitat. Hä? Ich verstehe überhaupt nicht. Okay, jetzt was sagt Kanye West? Kanye West, ein anderer großer Philosoph unserer Zeit. Sucht er sein Interview raus. Ich weiß nicht genau, was die Frage war. Der sagt aus. Wir Künstler, er sagt es auf Englisch, we use music as an ultimate expression of irgendwie freedom of speech. Okay, also wir nutzen Musik als eine ultimative Methode, die freie Rede auszudrücken. Also was er uns, glaube ich, hier offerieren möchte, ist, Sigmund Freud, Bruce Lee und Kanye West sagen allesamt, dass man sich ausdrücken kann. Das ist wichtig.
Es kommt also immer wieder drauf zurück. Und wenn mich Leute fragen, bist du eigentlich der oder der in diesen Videos, dann sage ich, eigentlich bin ich mehr der in meinen Videos, als jetzt, während ich mit dir rede. Weil, ist ja klar, jetzt muss ich gucken, na, guck mal hier, Leroy, Kamera und so, oder der gegenüber. Aber Kamera bin nur ich eigentlich. Und ihr guckt mich wegen mir. Und meinetwegen. Da gibt's nichts mehr. Also, stresst dich das irgendwie? Nö. Okay. Das finde ich tatsächlich ganz interessant, was er an der Stelle sagt. Dieses True sein oder dieses authentisch sein oder dieses sich nicht verstellen, bla bla Gedöns. Ich halte das für ein ganz großen Hoax irgendwie, den glaube ich auch viele so selbst so sehen, aber die nicht richtig verstehen, was sie da eigentlich tun. Weil die Kamera verändert, wer du bist. Also definitiv. Jeder, der schon mal versucht hat, einfach ein Video aufzunehmen und was zu erzählen, der weiß eigentlich instant davon, was ich meine. Du verhältst dich direkt anders, du überprüfst jeden Satz fünfmal, du verstolperst dich. Das hat nicht nur was mit Nervosität zu tun. Das hast du auch, selbst wenn du das jahrelang machst, sobald eine Kamera läuft, verändert die dich. Und das kriegst du auch nie hundertprozentig weg, außer du weißt nicht, dass du gefilmt wirst. Und auch dieses Real-Sein mit anderen Personen, auch mit je nachdem, mit was für einer Konstellation du unterwegs bist, also mit was für Menschen du sprichst, veränderst du dich. Also, wenn du mit deiner Mutter redest, sprichst du mit Sicherheit anders, als wenn du mit deiner sexy Freundin oder deinem sexy Freund im Bett liegst. Du bist ja der Situation entsprechend und der sozialen Konstellation entsprechend unterschiedlich. Deswegen dieses True-Sein und man selbst sein und so, das ist eine ganz schwierige Kiste. Aber da hat er tatsächlich, glaube ich, einen Punkt. Nö, das stresst mich nicht, weil... Ja, du musst ja irgendwie immer dann doch diese... Aber na gut, auch ein blindes Huhn für den Mankorn, ne? ...energievolle Person irgendwie sein. Und du hast, glaube ich, irgendwo mal gesagt, dass... Man selbst plus 30%, richtig. Weil jeden Tag kannst du ein bisschen geiler sein. Teils Kunstfigur bist, ne, dir deshalb auch so einen Namen gegeben hast. Mhm. Und teils dann aber auch ne, der deutsche Bub aus Oldenburg bleibst. Ist das irgendwie Stress, dass du dann hier reinkommst und dann nee. Ne, erstmal kurz den Anzug noch drüber werfen und dann vor die Kamera und... Nee. Nö, ich verstehe einfach, wie das System funktioniert, weil in der heutigen... Ja, verstehe, wie das System funktioniert. Okay, Chat, jetzt genau zuhören. Hier hat jemand das System durchblickt. Jetzt hört ihr wieder den Schlüssel zum Erfolg. In der heutigen Zeit sind wir alle so ein bisschen flat von der Energy. Die Menschen sind alle flat und die gucken nach High Energy. Okay, also die Leute suchen Extreme. Das ist das, was er sagen will. Ich übersetze jetzt immer seine Sprache in normales Deutsch. Es kann, ich bin der geilste Koksüchtige der Welt sein. Es kann auch sein... Ich bringe mich gleich um, Energy. Hauptsache High Frequency. Ich bleibe dabei, wir suchen Extreme. Das ist das, was er sagen wollte, auch wenn er es sehr... Und ich habe gelernt, durch Zufall, nämlich mein drittes Video, da habe ich mich voll gestritten mit einem Typ. Die ersten zwei waren Basic-Videos. Mhm. So, die waren so, hier, blöde Chanel, das ist 1 Million. Und das dritte Video, was ich geschossen habe, habe ich mich so gestritten mit dem Typen, Alter. Und dann direkt geschossen, habe ich gesagt, Alter, ich sehe aus, als hätte ich gerade einen Rind geköpft oder so. Und das Video hatte dann auch 500.000 Klicks anstelle. Ja, Kontroverse und Extreme bringen Klicks und bringen Aufmerksamkeit. Das ist korrekt, ja. Da hat er recht. Aber das weiß, glaube ich, jeder. Das ist, glaube ich, jetzt keine tiefe Erkenntnis, oder? Alle 10.000 Klicks und die sollte, what the fuck, who is this guy? So, und dann. Weißt du, manchmal durch Zufall machst du Dinge, die du gar nicht weißt, wieso du die eigentlich richtig machst. Und dann habe ich irgendwie auf gefasteten Magen nach dem Kaltduschen und nachdem ich mir 10 Koffeintees reingeballert habe, ein Video gemacht. So. Okay, also, damit er diesen Extremen gerecht wird, versucht er sich aufzupushen. Und die Mittel, die er dazu nimmt, sind jetzt kein Koks, auch wenn er das Wort häufig benutzt, sondern Kaltduschen und Koffein. Und dann dachte ich so, okay, wieso mögen die mich hier mehr als da? So, und jetzt kommt der Zwiespalt, wo ihr vorsichtig mit sein müsst. Wenn du jetzt gerade fragst, Kunstfigur oder das oder das. Wenn du es sagst, Kunstfigur ist das oder das. Okay, ab wann ist es denn Kunstfigur, ab wann nicht mehr? Bin ich dann denn Kunstfigur, wenn ich morgens kalt dusche und einen Tee trinke und mich gesundheitsbewusst ernähre, weil ich dann mehr diese energievolle Kunstfigur bin, als mein Standard früheres Ich? Weißt du, und das ist eine Frage, da muss man sich... eher Fragen. Mhm, okay, also, richtig. So, wenn die Vorbereitung der Kunstfigur schon in die Zeit reinfließt, in der du nicht vor der Kamera bist, übernimmt
die private Person Züge der Kunstfigur, richtig. Ich erinnere mich auch an ein Interview, da war Marilyn Manson zu Gast bei Stefan Raab und Stefan Raab hat Marilyn Manson damals gefragt, bist du eigentlich, wenn du keinen Auftritt hast, bist du dann anders? Und dann hat Marilyn Manson geantwortet, dass er gar nicht mehr weiß, was, ob er Kunstfigur ist oder nicht, weil er so oft vor der Kamera ist, so oft irgendwie diese Figur ist auf Konzerten, in Musikvideos, in irgendwelchen Auftritten, in TV-Shows und so weiter, dass diese Kunstfigur er geworden ist. Auch verständlich, soweit nachvollziehbar. Bin ich da eher so ein bisschen, so weil... Und das genauso bei Streamern, ne? Also je häufiger du streamst und je mehr du streamst, desto mehr eignest du dir auch die Verhaltensweisen in deinem normalen Umfeld an. Desto mehr redest du auch vielleicht so und so weiter. Und ja klar, ne? Das ist ja einleuchtend. Wir alle haben unsere High Energy und Medium, weil du musst ja irgendwann auch pennen gehen. Und dann sagst du dir, okay, ich zeige mich den Leuten hauptsächlich in extremen Energien. Das kann auch... Ist das nicht in jedem Job so? Ist das nicht live? Ja, in gewisser Hinsicht ist das in jedem Job so. Ne? Das ist wieder dieses, in jeder sozialen Konstellation und so weiter, bist du halt eine leicht andere Person. Und wenn du viel Zeit damit verbringst, dann verändert das deinen Personenkern, beziehungsweise natürlich deine Lebensweise prägt dich. Ne? Also das ist ja nicht tief philosophisch, also was er hier erzählt. Er sagt eigentlich nur, naja, so wie du die meiste Zeit bist und so wie du halt lebst, bist du. Ich habe so verschiedene Energien, die ich voll baller. Ich baller die direkt morgens, die nüchterne Energie. Und Matteo Real Life so ist wie im Stream, ist sehr ähnlich. Der Hauptunterschied zwischen Matteo im Stream und im Real Life ist, dass Matteo im Real Life wesentlich weniger redet. Das ist der Hauptunterschied. Also Matteo sagt sehr, 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 sehr viel weniger, wenn keine Kamera läuft. Der ist einfach stiller und in sich gekehrter. Aber ansonsten ist Matteo sehr ähnlich. Energie. Und zwar ohne nichts, eiskalt geduscht. Dann baller ich die Energie mit dem Koffein. Dann baller ich die Energie nach dem Sprint. Nach dem Sprint ist dein Testosteron irgendwie 100% höher. Das heißt, du machst das alles und dann direkt danach nimmst du auf. Wir leben ja für diese eine Minute, ja, leider. Okay. So, und dann eine Energie, die dann noch kommt, weil irgendwann habe ich gesagt, scheiße, irgendwann bin ich... Also ich weiß, jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, wen er mit wir meint. Ja? Also gerade eben haben wir noch von diesem Berufsstand gesprochen. Jetzt redet er, glaube ich, wieder über das Wir in der gesamten Gesellschaft. Also dass auch ihr, zumindest ein Großteil von euch, ich gehe jetzt mal davon aus, ein Großteil von euch sind ja primär Konsumenten und nicht Creator, wobei das ja auch so ist, heutzutage ist irgendwie jeder Creator zum gewissen Grad. Da ist dann die Frage, wie sehr lebt ihr für die eine Minute, wenn ihr selbst nicht diesen Content kreiert, aber ihr partizipiert unter Umständen daran, indem ihr ihn konsumiert. Das prägt euch natürlich auch. Aber ist ein anderer Wirkungsmechanismus. Da ist dann die Frage, wie sehr prägt Medienkonsum, wer du bist. Oder, ja... Ja, es ist eine andere Fragestellung, das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Müsste er jetzt nochmal neu ausführen, wie er das denn genau bewertet? Ich bin ja müde, aber ich will weitermachen. Was mache ich denn, Mann? Okay, weißt du was, ich mache das letzte Video direkt vorm Essen, wo ich müde bin und gleichzeitig ultra dankbar bin, dass ich... Ich finde es schon interessant, er spricht viele Dinge an, die tatsächlich, über die ich mir auch schon Gedanken gemacht habe. Ich esse mittlerweile vorm Stream immer. Oder versuche es, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich hungrig bin und streame, ich euch schneller ankacke. Also wenn jemand von euch dummes Zeug schreibt und ich lese das, wenn ich hungrig bin, neige ich dazu, den zu überfahren. Und wenn ich satt bin, tue ich das nicht. Deswegen versuche ich vorm Stream zu essen. Ich gleich was zu essen bekomme. Also sehen die Leute auch diese Facette von mir. Der humble, nette... Aber wenn ich jetzt ein Video machen wollen würde, in dem ich vielleicht aggro rüberkommen wollen würde, dann könnte man das ausnutzen, indem man nicht vorher isst. Es gibt eine Studie übrigens zu Gerichtsurteilen, die gezeigt haben, dass Richter vor der Mittagspause statistisch gesehen härter urteilen, also mehr Monate oder Jahre oder so verurteilen, als nach der Mittagspause. Wir neigen zu aggressivem Verhalten, wenn wir hungrig sind. Im Arsch seiende Typ. Und das mögen die auch. Weil ich habe auch eine Zeit lang ausprobiert,
nur Koks-Style zu machen. Das Nette ist, die mögen sogar alle Facetten von mir. Also du kannst nur gewinnen. Weil sonst sagst du dir, scheiße, ich muss immer dieser Koks-Typ sein. Und dann fällst du. Wie viel Koks ist denn nötig, um dieser Koks-Typ zu sein? Das stimmt aber auch, was er sagt. Ne? Dieses, wenn du immer, also wenn du deine Persönlichkeit darauf aufbaust, dieser Typ zu sein, dann kannst du auch ganz schnell in so einer ganz gefährlichen Spirale sein. Es gibt Streamer, ich nenne an dieser Stelle keinen Namen, ich wüsste zwar so drei, vielleicht noch mehr, wenn ich länger drüber nachdenke, aber ich wüsste jetzt drei, die angefangen haben zu trinken vorm Stream oder im Stream, ohne dass das irgendwie öffentlich bekannt war. Oder zumindest einer von denen, der hat es auch später erzählt, aber ich will es jetzt trotzdem nicht irgendwie jetzt irgendwie Leute bloßstellen oder so. Jedenfalls, die waren immer leicht alkoholisiert während des Streams. Und das Problem ist, wenn du immer streamst, bist du halt immer alkoholisiert. Einfach nur, damit, die wollten halt lockerer sein. Und irgendwann wird das halt zum Alkoholismus. Und das ist halt ein heftiges Problem. Ne? Du denkst so, einmal ist das vielleicht lustig, denkst so, ah, das Stream kam ganz gut an. Wenn ich ein bisschen angeschwipst bin, das merkt doch keiner. Und dann fängst du an, das immer zu machen. Und dann wird das ganz schnell bis in so einer Spirale, die ganz gefährlich werden kann. Ich habe es ja noch nie genommen, glücklicherweise. Noch nie ausprobiert? Nein, meine zwei Drogen, es gibt... Guck mal in die Augen. Ich habe noch nie in meinem Leben Kokain ausprobiert. Okay. Da kommt fast der 14-Jährige aus ihm raus, der gleich ein paar ballert. Wie aggressiv dieser Blick war. Nochmal, Drogen, es gibt... Guck mal in die Augen. Ich habe noch nie in meinem Leben Kokain ausprobiert. Okay. Noch nie in meinem Leben Kokain ausprobiert. Ich sage mir jeden Morgen, vielen Dank, lieber Gott, dass du mir die Kraft... Er ist ein gläubiger Mensch, ne? Ich glaube, ja. Ich habe das auch schon mal mitbekommen. Ich glaube, er ist ein gläubiger Mensch. Gibt's die Wahrheit zu sagen. Jeden Morgen. Ich sage mir, ich sage es auf Englisch. Thank you, God, for giving me the strength to speak the truth every day. Danke, dass du mir die Kraft gibst, Schmerzen zu erleiden. Das sage ich direkt vorm eiskalten Duschen. Mhm. Und das... Vielen Dank, lieber Gott, dass du mir die Kraft gibst, Schmerzen zu ertragen, sagt er vom eiskalten Duschen. Ja, gut. Gott spricht Englisch, sein Gott schon. Dritte, was ich sage, naja, ich sag mir auch, ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, der Beste in meiner Disziplin zu sein. Aber ich habe noch nie mein Leben geguckt, irrelevant. Aber in der heutigen Zeit, ich sag euch mal was, das Essen, was wir essen, ist gefährlicher als Koks. Nein! Oh, Leute, macht nicht diese Takes. Ich weiß es, ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Jetzt kommt dieses Zucker ist gefährlicher als Heroin-Bullshit. Tut es nicht! Ey, ich habe das mal ausprobiert, das kann ich dir erzählen. Ich habe mal probiert, 3 Monate habe ich versucht, zuckerfrei zu... Wenn ihr sofort instant als dumm äußern wollt, dann könnt ihr so einen Blödsinn von euch geben. ...zu leben. Und zwar frei von so raffineriertem Zucker. Das heißt, so Frucht, nur wenn ich jetzt Bananen gegessen habe oder so, das war... Aber ich habe so Süßigkeiten weggelassen. Ja, lass mal die Bananen weg. Dann. Was nicht heißt, dass viel Zucker nicht auch problematisch sein kann. Diabetes Typ 2 und so weiter, dies, das. Und überhaupt, Hyperglykämie ist ja auch weiter verbreitet, dass man denkt, so als Vorstufe, dies, das, Ananas und außerdem Kalorienüberschuss. Also, Zucker kann schon problematisch sein, aber der Vergleich zu harten Drogen ist ein bisschen hey. Dann sagst du dir auch, das ist Koks. Das ist kein Spaß. Ja, wenn man da eine Banane isst, das knallt noch mal ganz anders. Aber ich habe gemerkt, wie schwer das ist. Also man ist auch richtig süchtig alleine danach. Probiert das sehr gerne mal aus. Wenn ihr die Energie dazu habt, einfach mal, es ist ja nur ein Experiment und ihr habt nichts zu verlieren, aber es ist sogar, glaube ich, relativ gesund, da einfach mal ein bisschen zu reduzieren. Ich habe es ausprobiert und muss sagen, man kriegt da so ein... Jeff Frank ist komplett gelangweilt, hört überhaupt nicht zu. Die ersten Wochen sind echt hart. Und dann kriegt überall man aber du kriegst so eine Selbststärke zurück, weil du auf deine Ernährung besser achtest. Und wenn du das dann schaffst, dann gibt dir das halt auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Und du bist ja so ein extremer Fall. Statistische Grundstörung, ja, das kann man aber, ja, klar. Aber da weiß man jetzt auch wieder nicht, ist Kunstfigur oder ist reale Person. Und außerdem, ich glaube, fast alle Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, haben so narzisstische Züge. Ne? Habe ich auch. Ich bin der komplette Narzisst. Du hast heute gar nicht gefrühstückt oder so, ne? Ich denke schon, dass ich der Allergeiste bin, muss ich euch ehrlich sagen. Auch habe ich, aber... Pass mal auf, Leute. Reflektiert zwar so regelmäßig darüber, aber letztlich ist das schon so ein Personenzug, den hat man halt, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das Koks ist nicht so schlimm wie das Essen in der heutigen Zeit. Geht mal nach Amerika in einen Whole Foods Store, da werdet ihr zugeballert. Ihr müsst vorsichtig sein mit dem Essen, was ihr kriegt. Auch die Äpfel, auch die Bananen.
ihr zerstört euch. Müsst ihr tatsächlich vorsichtig sein. Kauft am besten Bio in dem Fall. Nicht, weil das irgendwie und so weiter, sondern weil teilweise werden, also zum Beispiel Äpfel werden mit Bienenwachs eingerieben und Bananen mit Chitin im Transport, damit sie sich besser halten. Und dadurch sind Äpfel und Bananen unter Umständen nicht vegan. Bei Bio ist das anders, zumindest bei Bananen. Bei Äpfel bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher diesbezüglich. Achtet auch drauf. Euch Leute, ihr zerstört euch. Aber Koks ist immer noch schlimmer. Oder? Nein, ist nicht schlimm. Ich kaufe halt nie Äpfel, deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ich sag dir warum. Weil du weißt, dass es schlimm ist und du packst es nicht an. Ein Kumpel von mir ist Koks-Typ und zuckersüchtig. Der ist zuckersüchtig, jeden Tag fett ohne Ende, ist im Arsch. Der kokst nicht. Es gibt ein Rattenexperiment. Ratte kann Koks zapfen, Ratte kann Zucker zapfen. Adlib. Tierversuche, immer schwierig. Kann man das Verhalten von Ratten auf Menschen übertragen? Großes Fragezeichen. Ohne Ende heißt das. Die nimmt den Zucker mit der Zeit. Ihr würdet eher auf Koks verzichten. Und selbst wenn, sollte man das mit Ratten machen? Großes Fragezeichen. Als auf Zucker, werdet ihr sehen. Nein, werdet ihr nicht sehen. Naja, ihr probiert es gar nicht. Braucht ihr gar nicht machen, so eine Scheiße. Ihr seid ja, so eine Scheiße brauchen wir nicht machen. Nur passt auf mit dem Zucker. Nur was wir wissen müssen, lest mal das Buch Think and Grow Rich, das ist über 100 Jahre alt. Das haben so Leute wie Bruce Lee und so daraus gelesen. Da hat er erklärt, 10 Stimulanten eines Menschen. Liebe, Angst. Angst ist auch gut, weil du zum Beispiel nicht willst, dass du die Person bist, die du früher mal warst. Angst ist auch gut, weil du nicht die Person sein willst, die du früher einmal warst. Also bei mir stimmt das auf jeden Fall. Ich bin gerade überlegen, ob das ein verallgemeinerbarer Satz ist. Gibt es Menschen, die so sein wollen wie früher? Also klar, Äußerlichkeiten oder gesundheitstechnisch oder so, wenn man so irgendwie krank geworden ist oder älter geworden ist, das vielleicht schon, aber jetzt von der Persönlichkeit? Vielleicht, wenn man so richtig einen Bock geschossen hat, ne? Und dann merkt, früher war ich ein besserer Kerl. Ich glaube, das gibt's schon. Genau, wenn man irgendwie Depressionen zum Beispiel auch ausprägt oder so, dann denkt man sich, vielleicht wäre ich schon wieder gerne so viel früher. Ja, doch, das gibt's. Aber hier hätte ich das war für mich auch nicht intuitiv. Guck mal, Jeremy Fragrance kann uns zum Nachdenken bringen, Chat. Das ist jetzt was, das war für mich nicht so intuitiv, weil für mich steht das ganz klar. Ich würde nicht mehr so sein wollen wie früher. Ich habe mich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Ich habe so viel dazugelernt und damit meine ich nicht nur an Wissen, sondern auch, was einfach korrekte Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen angeht und auch meine eigenen Arbeitsweisen und sonst irgendwas. Auf jeden Fall habe ich Fortschritte gemacht, in jeder Hinsicht eigentlich. Liebe, Musik, du brauchst Musik, die stimuliert dich. Hör die richtige Musik. Hör keine Helene Fischer, sondern hör dir Terminator-Musik an, oder? Hör keine Helene Fischer, hör Terminator-Musik. Also, geil, und zwar strategisch, Fluch der Karibik. Da ballert. Strategisch Fluch der Karibik hören, richtig. Mich auch auf. Hörst du? Ja, dann brauchst du Freunde-Stimulationen. Das können auch so Kifferfreunde sein, so Social Friends. Dann brauchst du eine Mastermind-Menschen. Du musst Bücher lesen, du musst Podcasts hören, du musst dich vollballern mit sowas. Moment. Du musst Bücher lesen und Podcasts hören, aber nicht nach 19 Uhr, weil nach 19 Uhr würdest du wieder Bücher lesen und Podcasts hören, die scheiße sind. Das ist auch wichtig. Ihr müsst das gesamtheitlich verstehen, was er von sich gibt. Vor 19 Uhr Bücher lesen und Podcasts hören und nicht vor 5.11 Uhr, richtig. Dann gibt es 2, die dich zerstören können von den 10. 10, 8. Okay, 2 können dich zerstören. Aufpassen, Chat. 8 sind positiv, 10, 2 sind negativ. Drogen und die Sexual Expression. Okay, Drogen können dich zerstören und Sexual Expression. Also, Drogen sind sehr gefährlich, das ist offensichtlich. Entweder gesundheitlich oder sie können dich auch sozial in Probleme führen. Je nachdem, wie die Beschaffung der Drogen ist, kannst du auch an anderen Straftaten und so weiter und so fort. Drogen ist ein offensichtlicher Guess. Mal gucken, was er bei Sexual Expression sagt. Jeder hat Drogen. Bei mir sind es Drogen in Form von Zucker, Datteln, Koffein in Form von grünen Tee. Also ich Moment. Datteln und grüner Tee.
Vielleicht manchmal sollte ich nicht abschätzen, was er vielleicht sagt. Während ich mir so denke, okay, er will bestimmt darauf hinaus, dass wenn du Drogen nimmst, dass du Heroin oder sonst was, Überdosis und sonst was, kann ich einfach töten und die Beschaffungskriminalität und sonst was. Nein, er will darauf hinaus, was Datteln und grüner Tee mit deinem Körper anrichten. Jetzt geht's los. Ich habe die zwei besten Drogen, die man nehmen kann. Und die setze ich auch nur strategisch ein. Wenn ich weiß, ich kriege am dritten Tag Datteln, 3 Kilo, kann ich 3 Tage nichts essen, weil ich weiß, es kommt. Machst du das? Er isst 3 Tage nichts, weil er 3 Kilogramm Datteln bekommt und dann isst er die Dattel? Das soll jetzt der gesunde Zuckerkonsum sein, von dem wir gerade eben irgendwie gehört haben? Habe ich schon mal gemacht, aber weil irgendwann verlierst du Muskeln, wenn du das machst, das ist ja auch dumm. Okay, ist doch dumm. Ist doch dumm, okay. Puh, wir beruhigen uns wieder, es ist doch dumm. Nur zur Info, also Leute, die wirklich abhängig sind von Zeug, die tun fast alles dafür, um es zu kriegen. Diejenigen, die richtig abhängig von den Datteln sind, die tun alles dafür, das ist korrekt. Das heißt, mach dir das zu Nutzen, dass du es willst. Also, belohne dich mit deinem Apfel oder so am Ende des Tages, nachdem du hart gearbeitet hast und nicht morgens, während du wie ein fauler Sack um 10 Uhr aufstehst und dann erstmal einen Apfel. Ich dachte, abends sollen wir nichts essen. Jetzt bin ich raus. Nein, erstmal die vor 19 Uhr abends, also von 18 bis 19 Uhr wahrscheinlich. Da sollen wir den Apfel essen. Aber dann das Vergnügen. Ganz am Ende kommt das Dopamin. Und übrigens, es gibt den Spruch. Aber wenn das Dopamin am Ende kommt, aber er doch sagte, dass wenn wir arbeiten, müssen wir ballern, um zu funktionieren. Wie soll ich denn ballern, wenn ich mich erst am Abend belohnen soll mit den Dingen, die auf mich wirken? Jetzt haben wir doch wirklich einen logischen Widerspruch, oder nicht? Jetzt erst bist du raus? Ja, natürlich. Ich versuche ja seiner Logik zu folgen. Ich nehme das ernst. Don't dance in the finish line. So ein Typ, der den Football schmeißt, tanzt nicht die ganze Zeit darum, sondern das hin. Die ballern bis zum nächsten Tag. Ah, okay. Es gibt die Energy. Sexual Expression, wenn du ein Mädel hast. Ich habe im Moment ein Mädel, mit dem ich so richtig am Escalaten bin, also Eskalation. Warte, was? Nochmal zurück. Die ganze Zeit darum, sondern das hin drauf arbeiten, das gibt dir Energy. Sexual Expression, wenn du ein Mädel hast. Ich habe im Moment ein Mädel, mit dem ich so richtig am Escalaten bin, also Eskalation, so sexuell und so. Das reicht. Und. Was? Okay. Nutzt diese Energie für... Kann er, wenn das alles einvernehmlich ist, dann können die meinetwegen eskalaten. Aber meint er nicht, dass es eine Sache, die einen zerstören kann? Der muss das so ein bisschen ausführen. Für deinen Job, anstelle, ich sag jetzt mal, sie jetzt zu bumsen und dann noch zu kommen und danach wie eine Lusche auszusehen, filmt euch mal selber, dann seht ihr, wie ihr davor und danach aussieht. Das macht ihr? So. Mir ist mal aufgefallen, du siehst aus wie ein ausgeblasener Luftballon zum Beispiel. Aber... Ach du Scheiße. Aber was ich dir jetzt sagen wollte ist... Das ist doch ein gutes Zeichen, oder nicht? Nur, nee, weil die Leute merken so, langweilig, uninteressant. Und dann, das ist einfach so... Ja, aber nach dem Sex kannst du doch so aussehen, oder nicht? Die Leute... Ja gut, das ist jetzt ein kompliziertes Thema. Aber das ist dann kompliziert, das ist korrekt. Das ist dann wirklich kompliziert. Also wenn du nach dem Sex nicht mehr so geil aussiehst, das hier zu begründen, warum das ein Problem ist, ist ein komplizierteres Thema. Das ist eben die zweite Sache, die auch Leute kaputt machen können. Sex, Drugs. Aber auch das kannst du dir nutzen machen. Wie ich gesagt habe, mit dem Dopamin. In 3 Tagen kriege ich die Datteln. Alter Schwede, Autophagie, Selbstreinigungsprozess, super gesund. Ich sehe meine Freunde. Ja, super gesund. 3 Tage auf Datteln warten und dann 3 Kilogramm Datteln in sich reinschaufeln. Super gesund. Aber auch super dumm, hat er auch festgestellt. Super gesund, aber super dumm. Oder ich flirte mit ihr. Das gibt mir Energy. Dann mache ich YouTube-Videos. Ich sehe. Warte, was macht er? Flirtet mit ihr? Meine Freundin. Oder ich flirte mit ihr. Das gibt mir Energy. Dann mache ich YouTube-Videos. Ich sehe geil aus ohne Ende. Anstelle mir einen runterzuholen. Du hast sie. Okay. Er macht YouTube-Videos und sieht geil aus, anstelle sich einen runterzuholen. Ja, versucht das mal, Chat. Also, falls ihr nicht wisst, also das könnt ihr auch mal versuchen. Gerade Freundin genannt, das heißt, ihr seid offiziell zusammen? Nee, ich überhaupt nicht zusammen. Nein, ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht mal getroffen. Wie? Das ist eine Amerikanerin
Und das ist ein runterzuholen. Du hast sie gerade Freundin genannt, das heißt, ihr seid offiziell zusammen? Nee, ich überhaupt nicht zusammen. Nein, ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht mal getroffen. Aber hat er nicht gesagt, er ist mit ihr escalaten? Oder ist seine Freundin nicht die, mit der er am escalaten ist? Wie? Das ist eine Amerikanerin und das ist eine meiner Zuschauerinnen und so. Und ich habe ein bisschen... Ganz schwierig, Chat. Ganz schwierig. Beziehung zu ZuschauerInnen, da muss ich euch enttäuschen. Ich finde das eher nicht so gut. Weil es gibt immer ein automatisches Machtgefälle, weil man immer so... Das ist ein bisschen komplizierter. Kann auch tatsächlich strafrechtlich relevant sein, wenn man das ausnutzt. Schwierig. Rumexperimentiert, aber mit 50 Mädels geflirtet, dann mit einer oder so und hier. Und mir ist aufgefallen, das, also steht auch in dem Buch drin, aber wenn du ein Mädel hast, ist es eher... Wir können ein bisschen escalaten, wenn ihr wollt. Das wäre schon in Ordnung für mich. Erstens zeiteffizienter und ethisch auch cooler. War nur ein Scherz, ne? Wir machen das nicht. Und in dem Buch steht auch drin, die dicksten Fische der dicksten Fische. Und ich rede jetzt nicht so von Angela Merkel. Ich rede von so Leuten wie Napoleon oder Ford. Die dicksten Fische der Fische sind für ihn Napoleon und Ford, also Henry Ford. Okay. Warum sind das die dicksten Fische der Fische? Henry Ford, der den Ford-Motor gebaut hat. Buch ist über 100 Jahre alt. Der Ford-Motor. Ist Henry Ford nicht vor allem deshalb ein geschichtliches Beispiel dafür, dass er die Produktionsanlagen auf Fließbandproduktionen maßgeblich mitgeprägt hat? Ist das nicht der entscheidende Punkt? Es gibt doch keinen expliziten Ford-Motor. Ja, okay. Die hatten immer so ganz nette Humble-Mädels. Also auch dieses Mädel, mit dem ich gerade so unterwegs bin, virtuell, ist ja das Crazy. Das aber du hast sie noch nie getroffen. Nein, das ist ja eine Realität, aber eine virtuelle Realität. Aber ah, okay, hier schließt sich wieder der Kreis. Okay, also er ist sexuell im Escalaten, aber virtuell. Okay. Aber trotzdem ist es eine Realität. Die geilsten Männer hatten immer so humble, nette Mädels im Hintergrund und nicht diese Playboy-Bitches. Und ich habe mal überlegt... Ey, vorsichtige Wortwahl. Stimmt. In der Vergangenheit bei mir immer diese Playboy-Bitches, die selbst... Hey. So auch Influencer-Bitches waren. Hey! Mensch, jetzt wird's aber hier heikel. Nicht erst jetzt, aber... Die selbst im Rampenlicht waren, die waren gar nicht so gut. Die besten waren diese hübschen, geilen Mädels, die aber so im Hintergrund waren. Das kann ich euch allen nur empfehlen. Und als ich das gelesen habe... Also, es ist in Ordnung, wenn man die einen Frauen aus welchen Gründen auch immer besser findet als die anderen Frauen. Es ist aber eine andere Kiste, wenn du das so erstens öffentlich erzählst und zum anderen nochmal eine andere Kiste, wenn du noch so disrespektierliche Begriffe benutzt. Aufhören. Da dachte ich, boah, das ist ja geil, Alter. Das ist ja geil. Das ist ja so simpel, das ist ja so angenehm. Und ja. Und jetzt hast du so eine gesucht. Und das mache ich auch nicht immer. Ich schreibe dir auch nicht immer. Ich schreibe dir so 7 Mal am Tag. Und das, oh geil. Foto, oh geil. Oh, scheiße, geil. Boah. Geil. Und dann bam, YouTube, TikTok, Baby. So crazy. Jeremy, würdest du sagen, dass du dich sexuell auch schon einfach ausgelebt hast? Okay. Gut. Oh ja, ich bin 33. Das ist. Also ich habe das schon richtig verstanden, ja? Er macht Sexting, nennt man das so? Ihr seid da besser am Zahn der Zeit. Ich bin seit vielen Jahren raus aus dem Business. Mit seiner Freundin aus Amerika. Und dadurch kriegt er Energie, um dann Videos zu machen. Richtig verstanden, oder? Ja, nennt man so. Ja, ich dachte ich auch. So. Ein paar Nachrichten hin und her schicken, vielleicht mal ein Bild. Ja, okay. Das habe ich heute auch verstanden. Als ich noch aktiv in diesem Business unterwegs war, nannte man das noch Cybersex. Aber ich glaube, mittlerweile nennt man das Sexting. Festgestellt am Airport, da gab es so Junggesellenabschied, die Mädels, ne? Ich verabschiede mich mal ja auch manchmal von Lebensmitteln. Ich habe auf dem Flug hierher
fünfmal 100 Gramm Bressaola-Schinken gegessen. Da muss man nicht drauf stolz sein. 4 Gramm Salz pro 100 Gramm und davor im Hotel 5 Sterne. Was ist der? Was ist der nochmal langsam? Ich muss nochmal hören, was er da isst. Flug hierher, fünfmal 100 Gramm Bressaola-Schinken gegessen. Fünfmal 100 Gramm Bressaola-Schinken. Nicht so gesund. Viel Fett. Essen. Und außerdem Todestier, aber. Ne. Da muss man nicht drauf stolz sein. 4 Gramm Salz pro 100 Gramm und davor im Hotel 5 Sterne. Salz ist auch noch ein Problem, das stimmt. Sterne Hotel war ich eingeladen. Adlib Bressaola. Bressaola ist Rinderschinken. Null Fett, nix. 35 Gramm Eiweiß. Null Fett? Wie heißt das Zeug? Okay, wir gehen in die Recherche. Bressaola Schinken. Tatsächlich 2 Gramm Fett, 33 Gramm Eiweiß, der weiß, wovon er spricht. Wahnsinn. Okay, das ist so ein fettarmer Schinken, okay. Na gut. Das Beste vom Besten vom Besten. Und manchmal verabschiede ich mich von Lebensmitteln, indem ich einfach 3 Kilo Zwiebeln esse. 3 Kilo Zwiebeln isst du? Aber ich habe mir letztens auch eine große Gemüsezwiebel in der Pfanne gemacht mit ein bisschen anderen Gemüse. Das geht schon. Aber 3 Kilo Zwiebeln halte ich dann doch auch ich für abenteuerlich. 50 Äpfel esse oder irgendwie so und sag finished. Mit 50 Äpfel? Nie im Leben isst du 50 Äpfel. Wie viel Masse ist denn? Wie schwer ist ein Apfel? Nehmen wir 200 Gramm. 200 mal 50. 200 mal 50 entsprechen 10.000. 10.000 durch 1.000. 10.000 durch 1.000. Der isst doch nicht 10 Kilogramm 10. Äpfel. Mittlerweile habe ich nur noch 9 Lebensmittel, die ich esse. Und ich glaube manchmal, dass es so ist, wie beim Junggesellenabschied. Ended with a big bang. Hör's mit einem Big Knall auf. Und ich weiß, ich habe jetzt kein Verlangen mehr nach Schinken. Schinken ist gestrichen für mich. Kein Verlangen mehr nach Parmesankäse oder was auch immer. Und so auch sexuell? Ja, genau. Ich habe natürlich viel, viel rumgebumst. Und auch mit manchen Mädels so irgendwie, okay, heute habe ich 3 geküsst und mit 2 geschlafen. So. Aber die von Playboy sind die Bitches, nicht er. Ne? Aber er hat viel rumgebumst. An einem Tag, geil. Und naja, das war aber noch vor YouTube. Mittlerweile hätte ich nicht mal... Nee, ob ihr viel oder wenig rumbumst, hat nichts damit zu tun. Ich will nur auf seine offensichtliche Widersprüchlichkeit in seiner gesamten Titulierung hinweisen. Mehr Zeit dafür und die Energy, die ich darauf rausballer, habe ich nicht mehr für meine Videos. Das stimmt. Deswegen fragen mich die Leute auch, hey, also gestern war Riesenfeier, wir kriegen ja auch alles umsonst, wenn du in deiner Branche geil bist, so, ich sage jetzt mal eine Jenny Elvers, die arme Frau, ich habe irgendwie früher gesehen, die hat auch natürlich überall den Alkohol umsonst gekriegt. Du kriegst ja auch eh alles umsonst und feiern auch überall, aber so ein Kerl wie Hugh... Geht mir übrigens nicht so. Ich habe, glaube ich, so gut wie noch nie irgendwo was umsonst bekommen. Fällt mir irgendwas ein? Also klar, wenn man uns hier was ins Studio schickt, aber wenn ich irgendwo bin, noch nie hat mir irgendjemand irgendwas gegeben. Ich hatte auch noch nie irgendjemand erkannt, aber ich bin wahrscheinlich auch zu unbedeutend. Ja. Hugh Jackman, der Wolverine, der sagt, ich gehe nie abends feiern, weil ich habe den größten Spaß auf der Bühne. Und bei mir ist es eben auch so, dass ich mich voll auspacke. Und ich Varion einlader, stimmt. Und weil ich im Prinzip jeden Tag das Gleiche mache, meine Energie so eingeteilt ist, dass... Ihr ist vorbei. Und deswegen... Ja klar, also, ne, das meine ich nicht. Er meint ja, weil man so berühmt ist, bekommt man irgendwie Sachen ausgegeben. Aber das, ich glaube, dafür bin ich einfach zu unbekannt. Ich glaube, mich hat noch nie jemand erkannt. Wenn, dann hat es niemand gesagt. Also gibst du hier jetzt noch eine halbe Stunde Vollgas und dann weißt du, okay, Akku leer... Scheiße, halbe Stunde machen wir noch? Bro! Alter!
Ja, kein Bock mehr. Okay. Der Mann hat einen festen Zeitplan. Okay, hast du denn mitgezählt, Jerry? Hast du mitgezählt, mit wie vielen Frauen du da zugegangen warst? Weil wenn man diese Videos aus Miami und deinen ganzen amerikanischen Städten, du warst ja um die ganze Welt unterwegs und immer auch... Okay, ne? Ich sag's dir. Ja? Also, ich war gerade bei einem Kumpel, der ist hier in Sofia, in Bulgarien, ein super Player. Der sagte, der hat hier allein in Sofia irgendwie mit über 300 Mädels gebumst. Und bei mir ist es nicht mal, ich würde nicht mal sagen, 20% davon. Also 60. Dass ich das nicht könnte. Ich könnte auch unter 980 Mädels bumsen und dann nochmal mit 5000 mehr, wenn ich wollte. Aber will ich damit ins Grab gehen? Oder womit will ich ins Grab gehen? Nicht mal mein roter Ferrari, wo Jeremy Fragrance draufsteht, wird irgendein Schwanz interessieren. Meine Häuser wird kein Schwanz interessieren. Das Einzige, was mich interessiert, ist... Okay, was ist relevant? Okay, welcher Erfolg ist relevant? Es ist nicht relevant, ob du 3080 Mädels bummst. Es ist nicht relevant, ob du ein Ferrari hast oder ein Haus hast. Was ist relevant? Ich bin gespannt. Erinnert zu werden als Jeremy Fragrance, der Parfüm Number One Typ. Okay. Und er setzt einfach ein Denkmal. Er ist der Jeremy Fragrance Parfüm Number One Typ. Darin optimiere ich mich. Und da bin ich auch sehr egoistisch. Bis hingegen, dass ich Frauen nicht mal bumse, obwohl die gebumst werden wollen. Was? Das ist eine super kritische Aussage. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch eine Einordnung hinterher. Weil ich weiß, das zieht zu viel Energy. So war das mit einem Ach so. Also, ich hoffe, er meint das ein bisschen anders, als er es gesagt hat. Ich hoffe, er meint, wenn eine Frau mit ihm bumsen will, dann... Macht er das nicht, weil es so viel Energie kostet? Was eine seltsame Aussage ist, aber okay. Ich hoffe, er meint nicht, dass alle Frauen gebumst werden wollen. Weil wenn das der Fall ist, dann ziehen wir alle Alarmglocken auf Rot. Möchte ich ganz offensichtlich darauf hinweisen. Hübschen russischen Mädel letztens. Was ist mit einem russischen Mädel? Weil ich weiß, das zieht zu viel Energy. So war das mit einem hübschen russischen Mädel letztens. Also vor dieser hier, die ich auch physisch noch gesehen habe. Okay. Ihr könnt ja, Mädels, die Zuschauer, ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Sicht auf die Dinge ist. Ich bin total gespannt, wie ihr das seht, ob ihr das vielleicht in der Frauenwelt genauso kennt, dass ihr sagt, ja, das klaut mir die Energy, wenn ich mit so vielen Typen rumbumse. Und ja, auch eure Haltung zu dem... Macht man besser nicht. ...dem, was Jeremy gesagt hat, weil letztendlich, ne, du sagst... Solche Sachen sind allgemein, also sie sind nicht verallgemein, aber Punkt. Es sind immer... individuelle Dinge, so was dir gefällt, was dir nicht gefällt und was, wie viel du investieren willst in irgendwas und nicht und bla und blub. Es gibt nicht das, wie die Frauenwelt das sieht und es gibt auch nicht, wie die Männerwelt das sieht oder sonst irgendwas. Es ist immer Käse. Okay, die Frauen wollen das. Das ist natürlich erstmal ein Statement. Was meinst du, die Frauen wollen das? Zitat, die Frauen wollen gebumst werden. Wie, die Frauen wollen gebumst werden? Wie meinst du das Zitat? Oha? Leroy, der korrekte Typ, er weist darauf hin, dass das eventuell missverstanden werden kann. Frauen wollen gebumst. Ja, genau. Ich hatte eine russische Freundin, wir waren so eine Art zusammen und sie wollte gebumst werden, aber ich... Okay. Er meinte das weniger kritische... Okay, in Ordnung. Ich wollte sie nicht bumsen, weil ich die Energie für meine Videos haben wollte. Okay, deine Mädels, deine Frauen, die jetzt... Nee, nur das eine Mädel. Nur das eine. Es ist ein wilder Ritt heute, ich weiß. Es ist nur das eine. Jetzt weil nur davor hatte ich, also jetzt seit einem halben Jahr die und davor war die Russin und davor war gar nichts. Also und ich mache ja erst so richtig radikal YouTube seit 4 Jahren. Und man muss auch vorsichtig sein, schreibt... Er macht radikal YouTube. Also ich muss schon sagen, irgendwie finde ich das ja schon unterhaltsam und witzig. Ne? Sonst würde ich das mir auch nicht angucken. Er macht nicht YouTube, er macht radikal YouTube. Mal in die Comments. Ja, hier, schön anonym, keiner kann dich kriegen und dann schreibst du was... Ich mache auch gerade radikal Twitch. Also das ist absoluter Wahnsinn. ...was du rein willst und lässt deinen eigenen Frust aus, weil dein Leben selber scheiße ist. So nach dem Motto, also das ist schon, Leute nach ihren Meinungen in den Comments zu fragen, ist etwas wack. Ja. Das finde ich echt wack. Er ist am Escalaten auf YouTube, könnte man auch sagen, ja. Die, also so allgemein, weil ich mache das selber auch, aber wie einfach ist es, ich weiß selber, wie einfach es ist, wenn ich Mädels schreibe irgendwie, das heißt, du bist hinter der Textmessage und so. Wir leben ja in einer Zeit, wo du nicht nur anonym bist, sondern auch... Ja, also es war ja schon schwer.
Den Satz konnte selbst ich nicht verstehen. Also ich übersetze euch das ja gerne immer. Aber ich glaube, er hat dreimal in sich wieder von vorne angefangen. Ich weiß selber, wie einfach es ist, wenn ich Mädels... Er weiß selber, wie einfach es ist, wenn ich Mädels... Das schreibe irgendwie. Das heißt, du bist... Also er weiß selbst, wie einfach es ist, wenn er Mädels schreibt. Das heißt... Hinter der Textmessage und so. Also, es ist... Er weiß selbst, wie einfach es ist, wenn er Mädels schreibt, hinter der Textmessage... Wir leben ja in einer Zeit, wo du nicht nur anonym bist, sondern auch, ja, also es war ja schon schwer... Bau mal ein Prädikat ein! Wenn du, wenn ich jetzt rausgehe, der weiß ja immer noch nicht, wer ich bin und ich sage... Okay, er geht jetzt raus. Hey, du bist ein Arschloch. Der Fahrer. Würde ich jetzt nicht sagen. Aber du kannst das sagen und die kriegen dich nicht mal. Ich war bei Google, ich bin ja ein Google-Angestellter. Okay, ich glaube, was er sagen wollte und nicht hinbekommen hat, ist, dass wenn er anonym ist, ist es schwieriger, als wenn er nicht anonym ist, weil sein Ruf oder was auch immer, seine Bekanntheit dabei hilft, wenn er Mädels ins Bett kriegen will. Was ich ja gerade eben schon angedeutet habe, als er davon gesprochen hat, dass er mit einer Zuschauerin eine Beziehung hat, dass du ein Machtgefälle hast, was kritisch ist. Ich glaube, das wollte er sagen und hat er nicht formuliert bekommen. Aber ich bin mir nicht sicher. Im Prinzip so, weißt du, ich bin ja voll der, also die sind ja so geil mit mir, Mann. Mhm. Wenn ihr wüsstet. Ich habe denen gesagt, könnt ihr das nicht machen, dass jeder Nutzer auf YouTube und Google seinen Personalausweis hinterlegen muss? Das wäre geil, Alter. Stell dir das mal vor. Wäre überhaupt nicht geil. Klarnamen wären überhaupt nicht geil. Denn das Problem im Internet ist nicht, dass man nicht herausfinden könnte, wer ihr seid, wenn ihr Straftaten begeht. Das kriegt man nämlich relativ einfach raus. Die meisten Straftaten werden nicht verfolgt, weil sie nicht verfolgt werden, weil die Behörden überlastet sind oder warum auch immer. Also das ist nicht das Problem. Klarnamenpflicht im Internet würde nur dazu führen, dass radikale Gruppen, zum Beispiel Rechtsextreme, euren Klarnamen herausfinden und euch Probleme bereiten. Das wollen wir mit Sicherheit überhaupt nicht. Klarnamenpflicht, buh. Jeder Nutzer auf YouTube, na, Facebook, Instagram, ich hasse jetzt mal YouTube, muss seinen Personalausweis hinterlegen. Aha. Ja, da werden deutlich weniger Hate-Kommentare stehen. Faust da drauf. Geht, glaube ich, nicht um Strafverfolgung. Ja, aber... Ach, deutlich weniger Hate-Kommentare in den Kommentaren stehen. Also auch bei so einem Video wie dem heute, Freunde. Und das hätte wahrscheinlich auch keinen Einfluss auf Hate-Kommentare. Da gibt es auch verschiedene Untersuchungen zu, dass es überhaupt keinen Einfluss hat, aber... Ist auch ein bisschen wonky, diese Untersuchungen, die es dazu gibt. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, ihr habt, wenn ihr bis hier alleine schon geschaut habt, habt ihr verstanden, Jeremy Fragrance ist eine Figur, die sehr viel Realness aus dem realen Leben mitbringt, aber auch sehr viel für Entertainment steht. Und alles, was er sagt, der Mann, der macht das, der sitzt jetzt nicht zufällig hier. Der ist gerade aus dem Flieger hier reingestolpert, setzt sich hier rein, geht dann nach Hause und hat ein riesen Business aufgebaut. Also der macht das jetzt nicht zufällig. Hast du ein Close-Up oder so? Von dir? Von Handy oder so? Was? Close-up? Ja, das kriegen wir sicher hin. Hier. Hast du Handy? Hier haben wir. Guck mal, gestern 5.000, diese Woche 51.000 Euro, diesen Monat. Zeigt da seine Umsätze oder was? Welche Plattform ist das? Kann sich ganz erkennen. 376.000 Euro. Das ist meine Parfümmarke. Ich kriege $25.000 für ein TikTok-Video. Ich kriege irgendwie 100.000 Euro, ich hatte einen 100.000 Euro Deal, siehst du hier, letzte 713.000 Euro in 90 Tagen. Ich produziere für 5,20 Euro, Glas kostet 1 Euro, Sprüher kostet 35 Cent, Öl kostet 3,20 Euro, 5,20 Euro, 4,20 Euro DHL, ich habe keinen Douglas wie... Da frage ich mich jetzt, weil ich kenne mich ja ein bisschen aus mit solchen Sachen, ne? Also weil wir sind ja auch aus der Branche. Da frage ich mich jetzt, was genau er meint, wenn er Sachen sagt, wie er bekommt für einen TikTok 20.000 Euro. Also weil, wenn ich es richtig verstehe, vertreibt er doch seine Parfüms. Oder meint er, er bekommt 20.000 für eine Werbeanzeige auf seinen TikTok. Weil wenn er seine Produkte meint, dann würde das ja bedeuten, mit seiner Reichweite generiert er Verkäufe in Höhe von 20.000. Wenn er meint, andere Produkte, könnte das entweder heißen, und da gibt es jetzt zwei verschiedene Modelle, dass er Flat-Beträge bekommt aufgrund seiner Reichweite, dass man sagt, okay, du hast so und so viele Follower, wir rechnen das in einem Flat-Betrag um irgendwas zu bewerben. Oder auch das wird gekoppelt an den Verkäufen. Stichwort Affiliate-Links und so. Kennt ihr vielleicht? So ein typisches Modell dafür ist, man sagt, okay,
ich möchte, machen wir mal ein Beispiel, ja, der macht jetzt einen Deal mit irgendeiner Parfümfirma, typisches Modell wäre, er bewirbt dieses Parfüm und sagt, hey, ich kann euch Umsätze mit einer Werbung generieren, also durch Linkaufrufe, also Affiliate-Links, in Höhe von 60.000. Was bedeutet, dass er ein Drittel davon bekommt. Ja, also so ungefähr funktionieren solche Deals. Das heißt, wenn du über so Affiliate-Deals plus Flat-Betrag gehst, dann heißt es immer so, okay, du generierst ungefähr dreifache oder vierfache Umsätze dessen, was verkauft wird. Das halte ich aber, ich weiß halt nicht, wie die Parfümbranche, wie krass die ist. Verkauft man durch Influencer-Gedöns so hohe Umsätze in Parfüm? 20.000 für eine Story oder für einen TikTok ist echt viel. Das ist schon im Bereich Millionen Follower. Das ist nicht irgendwie, wo wir sind. So, ne? Das ist echt viel Geld. Das ist so 20.000, das ist eher so das, was Bibi oder Monte bekommen für eine Story auf Instagram. I don't know. Vielleicht ist Parfüm-Business einfach ultra lukrativ im Vergleich zu was anderem. So, also, ne? Don't know. Shirin David, ich habe kein Sephora, ich habe kein Management, dem ich in den Arsch kriechen muss. Über 90% davon gehen in meine Tasche. Also ich bin da zum einen der Okay. Es geht also um seine Parfümmarke. Okay, dann geht es nicht um Deals. Alles klar. Und wenn er nichts hat, also wenig Vertrieb und so weiter, okay. Also Vertrieb hat er natürlich, aber er hat dann wahrscheinlich, er sagt kein Marketing und so, weil er das Marketing ist. Ja, okay. Trotzdem krass. Das ist schon echt viel. Der hampelnde Tanzelmann, du weißt schon, was ich meine. Und zum anderen habe ich 5 Firmen und überschaue so eine Scheiße. Das heißt, wo zahlst du Steuern? Hier in Deutschland? Ich zahle Steuern in Grünwald. Ich könnte so viel Geld sparen, wenn du wüsstest, Mann. Aber also Hälfte weg in den letzten 90 Tagen sind es dann immer noch nach Adam. Naja, erstmal musst du ja Kosten machen. Das wird ja quartalweise berechnet und so irgendwie. Naja, das ist ja eine andere Sache. Aber wenn du da bin ich jetzt schon ein bisschen interessiert. Aber das ist dann eher professionelles Interesse, weil ich ja aus dem gleichen Business komme. Aber stell's. Ja. Ich habe es vorhin noch im Flieger gesagt. Oder ja, das heißt gleich Business, Influencer-Marketing. Halt. Dem Benedikt, der mich geholt hat. Am Anfang sind wir alle hungrig. Und dann merkst du kannst alles essen, was du willst. Mhm. Ich hatte diesen finanziellen Wohlstand letztes Jahr festgestellt in Miami. Da habe ich aus dem Internet heraus meinen Ferrari gekauft, bar, online. Aus dem Internet heraus einen Ferrari kaufen, ist auch wild. Also das ist einer so der... Eigentlich sind das so wenige Dinge, wo du normalerweise schon noch ins Autohaus und so weiter und so fort und naja, ein Bar online, ja, per Überweisung wahrscheinlich. Weiß nicht, was er mit Bar meint. Ich glaube, er meint Bar in diesem anderen, es gibt ja glaube ich zwei verschiedene Wortsinne von Bar, oder? Es gibt einmal diesen Wortsinn von wegen, hier ist das Geld, also Bargeld, ausgedrucktes Geld. Oder ich glaube, es gibt auch noch Bar im Sinne von keine Finanzierung. Ne? Mein Cash ohne Raten, genau. Also keine Ratenzahlung, keine Kreditzahlung oder so, sondern aus dem eigenen Vermögen heraus sofort flat bezahlen, per Überweisung oder was auch immer. Wahrscheinlich meint er das. Online, so Online-Überweisung. Ich habe mir Online-Überweisung, eine Wohnung gekauft. Also online, so geshoppt, so. Eine Wohnung gekauft in Miami, Cash, weil in Amerika finanzierst du nicht als Deutscher, da hast du über 5% Zinsen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich war Sunday Brunch, Nikki Beach, Ocean Drive, $50. Ich verstehe kein Wort. Ich war Steakhouse, 12 verschiedene Schnitte vom Fleisch. On ad lib, ohne Ende. Ich war bei den fettesten der fetten Burgerbuden. Bei mir waren es ungefähr 3 Monate, wo ich alles gegessen habe, was ich wollte. In anderer Phase gebumst, was ich wollte, so nach dem Motto. Und dann merkst du, ach du Scheiße. Wir müssen uns ja alle wieder künstlich zurückschrauben, stay hungry, weil sonst wirst du fett und faul und stirbst früh und bist eine Lusche. Ja, also ist einer seiner weniger kritischen Aussagen, auch wenn ich seine Formulierungsweisen nicht so gut finde. Ne? Ja, du sollst nicht komplett eskalieren in deinem Konsum, sonst hat das Einfluss
Das ist. Weißt du, wie das Geld bringt dir eigentlich nichts. Ja, das wollte ich gerade wissen. Ist das noch sowas, was dich reizt? Weißt du überhaupt, wie viel Geld du mittlerweile verdient hast? Ja, klar. Ich gucke da jeden Tag drauf, weil das einfach Spaß macht. Das ist wie so ein Computerspiel. Übrigens auch, ich habe Computer gespielt. Irgendwann habe ich entschieden, ich werde mein eigener Computerspielcharakter. Und Leute, Vorsicht. Also, ich habe so World of Warcraft also in Kindergarten gespielt. Ich fand's geil. Hey! Aber kauf bloß nicht irgendwie so virtuelle Straßen oder so, was sich jetzt anbahnt oder so eine Scheiße. Also das ist geil, virtuelle. Also das verstehe ich jetzt nicht. Da bin ich gespannt, was er sagt. Weil er meinte ja, auch eine virtuelle Realität ist eine Realität. Warum sind denn jetzt virtuelle Güter nichts Tolles? Realität, dass ihr nutzt, die Skalierung des Internets. Aber wenn ihr jetzt irgendwie 80.000 Euro macht oder irgendwas, kauft euch bitte keine virtuellen Straßen in irgendwelchen Metaverses. Das ist echt für Leute, die doof sind ohne Ende. Nutzt die Skalierung und die Kraft des Internets und kauft euch echte Güter, zeitlose Güter. Aber warum denn? Am Ende des Tages ist doch alles egal. Meinte er nicht, es ist doch egal am Ende des Tages, ob er ein Ferrari oder ein Haus hat, weil am Ende des Tages ist nur wichtig, dass er Number One im Parfüm-Business ist? Warum muss man sich denn jetzt echte Güter kaufen? Darf ich einen Finanztipp geben? Natürlich. Sagen wir, ihr habt ein paar Konten. Das klingt so scheiße cocky. Aber sagen wir mal, du hast ein Konto. Ja, sagen wir mal, du hast ein Konto. So dein Girokonto. Dann machst du jetzt noch ein Konto. Das nennst du das Magnetkonto. Und du kriegst von mir aus 3.200 Euro netto auf dein Girokonto. Alles, was auf dieses Girokonto kommt, mach das einfach. Mach das einfach, was du jetzt hörst. 10% davon gehen auf das Magnetkonto und die werden nicht angepackt. Also 320 Euro. 3.200 Euro netto ist schon ganz schön viel. Das ist schon sehr viel. Euro aufs Magnetkonto? Und dann? Und wenn ich 820.000 Euro als Quartalsüberweisung bekomme, dann kommen da 82.000 Euro auf das Magnetkonto und das wird nicht angepackt. Wofür ist das denn? Einfach so, dass es da ist, weil du sowieso Geld nicht brauchst. Und das merkst du dann erst. Ach du Scheiße, guck mal, ich habe da irgendwie 500.000 Euro auf dem Konto, ich brauche die nicht mal. Und da habe ich schon dreimal gecheatet, nämlich wo ich... Was ist jetzt der Sinn des Kontos? Also, er sagt, du brauchst ein zweites Konto. Dann packst du 10% deines Lohns, also die du dann immer bekommst, auf dieses Magnetkonto. Um dann zu sehen, dass du das Geld nicht brauchst. Okay. Ich mir was kaufen wollte und dann dachte ich, scheiße, was mache ich denn jetzt? Manchmal baller ich dann einfach einen Discount-Code raus von TikTok 61 und dann sehen das 3 Millionen Menschen, 0,1% Conversion Rate, 3.000 Menschen mal 150 ist mein Average Order Value und dann kann ich mir... Jojo, das interessiert mich. Was hat er erzählt? 61 und dann sehen das 3 Millionen Menschen, 0,1% Conversion Rate. 3 Millionen Menschen, er hat 3 Millionen Unique Views auf seinen TikToks, nennt man das TikToks, ich glaube schon, oder TikTok-Posts. Eine Conversion Rate von 0,1%, also 300.000 Leute. 3.000 Menschen mal 150. Nee, von 3 Millionen sind 0,1%. Warte mal, bin ich dumm? Ich bin dumm, oder? Das stimmt doch nicht. 3.000... Also, 10% wären 300.000, 1% wären 30.000. Er hat recht, 3.000 Menschen. Ja, er hat recht. Das Ding ist, 0,1% Conversion Rate ist ja super low. Darum kommt mir das, glaube ich, auch so spanisch vor. 0,1% Conversion Rate. Also ich würde, es ist schwierig zu sagen, wie hoch unsere Conversion Rate ist, aber 0,1% ist ja gar nichts. Ist halt TikTok. Ja, daran könnte es liegen, stimmt. TikTok ist wahrscheinlich richtig schlecht, ne? Stimmt, TikTok ist ja nur so weiterdrücken. Stimmt, da habt ihr natürlich einen Punkt.
TikTok ist wahrscheinlich viel. 50 ist mein Average Order Value und dann kann ich mir... 150 ist ein Average Order Value. Also von den 3000 Menschen, die er mit seiner Conversion akquiriert hat, wenn man das so nennen will, kaufen 150 ein Produkt. Wenn das stimmt, wir gehen ja mal davon aus, dass er hier keinen Blödsinn erzählt, und er macht 20.000 mit 150 Leuten, hat er uns ja gesagt, dass er mit einem TikTok 20.000 macht, dann geben die jeweils etwa 133 Euro aus. 133 Euro für ein teures Parfüm ist wahrscheinlich realistisch. Okay? Die Zahlen können stimmen. Für 300.000 entweder eine Wohnung irgendwie in Polen kaufen oder ein Einfamilienhaus finanziert. Habe ich schon mal sowas gemacht? Oder ich habe meinen Magnet... 3.000 Menschen, die jeweils 150 Euro ausgeben. Ja, okay, da kommt es drauf an, was er mit Conversion Rate meint, ne? Warte, wir hören nochmal. Ein Einfamilienhaus finanziert. 3.000 Menschen mal 150 ist mein Average Order Value und dann kann ich mir für... Okay, er sagt mal, deswegen, ihr habt wahrscheinlich recht. 300.000 entweder eine Wohnung... Er meint er mit Conversion Rate abgeschlossene Käufe und er meint nicht auf den Shop geklickt. Wohnungen irgendwie in Polen kaufen oder... Dann ist 0,1 auch nicht mehr so wenig. Ich dachte, er meint auf den Link geklickt zum Shop mit Conversion Rate. Wenn er damit Conversion Rate zum Kauf meint, dann ist okay. Dann ist das nicht wenig. Ein Einfamilienhaus finanziert. Habe ich schon mal sowas gemacht? Oder ich habe mein Magnetkonto dann tatsächlich doch angegriffen und eigentlich somit auch Schulden... Aber 3.000 mal 150 ist auch fucking viel. Das wären 450.000, irgendwas kann da nicht stimmen. ...gemacht bei mir selber, die zahle ich mir aber brav auch wieder zurück. Da steht dann drin... So, ich hab ja so viele Notizen, die ich mir... Ist wichtig, dass ihr euch ein Journal macht. Das alles an einem Tag. Sorry. Ihr müsst ein Journal führen und euch erinnern, was war gut, was war schlecht. Und eine dieser Dinge ist eben noch so viel Schulden. Brav zurückzahlen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast jetzt 5 Firmen. Wo sagst du, welche Zahl ist so dein Exit? Wie viel 5 Geld Firmen hat er. Okay, was sind das für Firmen? Das klingt jetzt mal voll viel. Also 2 Firmen sind sofort offensichtlich. Eine Firma, die Parfüms herstellt oder so, und eine Firma ist er selbst als Influencer-Figur. So, welche anderen 3 Firmen? Unwichtig. Also ich sag dir jetzt etwas, was krass ist. Wer bin ich? Ich bin Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Ich sag das immer auf Englisch. Warte mal kurz. Okay, er sagt das immer auf Englisch. Jetzt ist die Frage, wem eigentlich gegenüber? Wer bin ich? Ich bin Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Jetzt reicht's aber hier. Was ist mein Sinn? What's my purpose? Gott zu dienen? Wem soll ich sonst dienen? Mir selber? Angela Merkel, meiner Mutter? Wenn du jemanden köpfst und seinen Kopf durch die Bude schießt, um es mal so makaber zu sagen, da bringst dir nichts, wenn du dein eigener Boss bist. Da kommst du nicht mehr raus, da hängst du dich selber. Du kannst nicht selber Gott sein. Deine Mutti ist auch nicht Gott. Und Angela Merkel ist auch nicht Gott. Das heißt... Jetzt kommt die religiöse Schiene. Wie gesagt, er ist ein gläubiger Mensch. Aber ich weiß nicht, warum mir jetzt Leute köpfen auf einmal. Gott ist Gott. Also bitte nicht Gott enttäuschen. Also hat er gerade gesagt... dass wenn ich einen Menschen köpfe, dann ist das, wenn ich das für mich mache, schlimm und ich komme da nicht mehr raus. Wenn ich das für einen Herrscher mache, ich glaube, sein Beispiel war Angela Merkel, dann ist das schlimm. Aber wenn ich das für Gott mache, dann ist das kein Problem. Hat er das gesagt? Wir hören uns das nochmal an. So makaber zu sagen. Nochmal, wo fängt das an? What's my purpose? Gott zu dienen? Wem soll ich sonst dienen? Mir selber? Angela Merkel, meiner Mutter? Wenn du jemanden köpfst und seinen Kopf durch die Bude schießt, um es mal so makaber zu sagen, da bringst dir nichts, wenn du dein eigener Boss bist. Da kommst du nicht mehr raus, da hängst du dich selber. Du kannst nicht selber Gott sein. Deine Mutti ist auch nicht Gott. Und Angela Merkel ist auch nicht Gott. Das heißt,
Gott ist Gott. Also bitte nicht Gott enttäuschen. Mhm. Das heißt, Gott zu dienen, ich bin Christ. Okay. Ja, er sagt das nicht direkt, aber irgendwie, warum dann das Beispiel? Wo ist der Zusammenhang? Ich glaube, da ist kein Zusammenhang. Den Lehren von Jesus zu folgen und dann Liebe, Kraft und Wahrheit zu powern, so sage ich das auf Englisch. Aber die ersten, also der Punkt 1 und... Also er sagt, ich glaube, das Beispiel sollte lauten, also er kriegt, das ist immer so, man muss selbst die logischen Schlüsse machen, damit das alles irgendwie einen Sinn ergibt. Ich glaube, das Beispiel soll dazu dienen, dass wenn... Kriege ich das überhaupt logisch zusammen? Ich glaube, das Beispiel sollte erklären, dass... Ja, yeah, ist keine Logik. Da ist einfach keine Logik. Ich wollte irgendwie sowas sagen wie, ja, du kannst halt, wenn du nur dir selbst dienst, dann machst du unsinnige Dinge. Oder wenn du einem Herrscher dienst, dann kann er dich dazu verleiten, was Unsinniges zu tun. Und wenn du Gott dienst, dann machst du nichts Unsinniges, weil Gott ja Gott ist. Und Gott ist ja in sich was Gutes, per Definition oder so. Aber dann interpretiere ich da so viel rein von Sachen, die er nicht gesagt hat, dass, nee, da ist einfach keine Logik. Er hat einfach zwei verschiedene Dinge gesagt. Und Punkt 3, um es nochmal so zu fokussieren, das ist für mich relevant. Ich bin Jeremy Fragrance, die Number One Fragrance Icon. Und was will ich? Was will ich überhaupt? Ich will erinnert werden als Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Und eins der krassesten Dinge, die wir Menschen uns feststellen werden, du wirst zu dem, was du dir den ganzen Tag sagst. Weil dein innerer Kompass lenkt dich dahin. Weil... Auch wieder eine ganz schwierige Aussage. Also, wo fangen wir da an? Erstmal hat er diese Sache mit dem Lebenssinn und Zweck und so weiter gesagt. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn er sagt, dass sein Lebenssinn ist, dass er möchte, dass die Leute sich daran erinnern, dass er der Parfümtyp ist. Ich glaube, das ist in Ordnung. Mein Gott, wir alle haben irgendwie vielleicht, oder manche haben einen Lebenssinn, manche haben keinen, das ist schon in Ordnung. Wenn man sich einen Lebenssinn sucht und danach strebt, mein Gott, wenn das an und für sich nichts Verwerfliches ist, dann sei es so. Und wenn das sein Lebenssinn ist, dass er nun mal krass im Parfüm-Business sein will, dann ist halt okay. So, was er danach sagt, ist ein bisschen problematischer. Dieses von wegen, wenn du dir in den Kopf setzt, dass du etwas sein möchtest und das dann kannst du dir sicher sein, dass du das auch wirst. So einfach ist das nicht. So funktioniert die Welt nicht. Es wäre schön, wenn es so wäre. Das ist diese Grundüberzeugung, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder kann alles erreichen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und wir leben ja auch in einer Welt, wo Wissen zugänglich ist, bla bla blieb. Ja, in der Theorie mag das alles so sein, aber tatsächlich funktioniert die Welt ja nicht so. Also jede Statistik, die du dir zu solchen Themen anguckst, wird dich erschlagen, dass das so nicht passiert. Also es müssen schon viele Sachen zusammenkommen, damit du, also ein typisches Beispiel dafür ist ja dieses, je nachdem, ob du aus einem akademischen Haushalt kommst oder nicht, studierst du eher oder nicht. Und je nachdem, ob du aus einem akademischen Haushalt kommst oder nicht, schließt du ein Studium erfolgreich ab oder nicht. Je nachdem, ob du aus einem akademischen Haushalt kommst, machst du einen Doktor oder nicht und so weiter. Und das divergiert ganz stark auseinander, weil, naja, je nachdem, wie du sozialisiert bist, je nachdem, wie stabil dein Elternhaus ist, wie stabil dein Umfeld ist, je nachdem, wie viel Geld du hast, je nachdem, aus welcher sozialen Klasse du kommst, hast du unterschiedliche Aufstiegschancen oder auch eben nicht. Es gibt noch viele andere systematische Formen der Diskriminierung. Du hast Behinderung, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Nur weil du dir sagst, dass du irgendwie krass bist, schaffst du nicht automatisch alles. So, das ist halt viel zu... Also, man muss halt gucken, also es ist halt schwierig, sowas so einfach so zu sagen, weil, also die Problematik liegt ja darin, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, glaube ich, Leuten zu sagen, hey, versuch
ehrgeizig zu sein oder so. Das ist schon, das kann man schon so sagen. Und man kann auch sagen, es ist sinnvoll, zielgerichtet zu arbeiten und dann versuchen auszuarbeiten, was zielgerichtetes Arbeiten denn bedeutet. Zum Beispiel kurze Steps, die man leicht erreichen kann und längere Ziele, die du auf längere Zeit und so weiter verfolgst. Das ist ja alles in Ordnung. Die Problematik ist eher, dass er so ein bisschen suggeriert, dass jeder alles schaffen kann. Und das ist halt einfach nicht so. Weil die Konsequenz daraus ist, viele von euch suchen sich vielleicht ein Ziel im Leben und schaffen dieses Ziel eben nicht. Ne? Und wenn man dann die Lebensphilosophie erzählt bekommt, jeder kann alles schaffen, dann denkt ihr automatisch, dass ihr ja dann scheiße seid. Das ist aber eine falsche Logik, weil so funktioniert das Leben eben nicht, weil eben die Chancen halt sehr ungleich verteilt sind. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was die Problematik ist. Ne? Also positives Mindset, ja, Ziele haben, ja, aber daraus abzuleiten, dass jeder alles schaffen kann und dass für jeden alles auch ungefähr, man muss, ich glaube, es ist wichtig, an so einer Stelle zu betonen, dass das eben nicht jeder schaffen kann und dass das nicht daran liegt, dass die Leute unterschiedlich gut oder schlecht sind, sondern dass sie völlig unterschiedliche Bedingungen haben, unter denen sie damit anfangen. Ja, ist ja auch so bekannt. Ja, in den Sozialwissenschaften ist das bekannt, aber viel zu oft denken Leute halt wirklich so, dass irgendwie jeder alles schaffen kann. Und dann ist jeder, der arbeitslos ist, auf einmal faul oder so, solche Geschichten. Und so einfach ist es halt nicht. Das ist halt falsch, im Allgemeinen. Wenn nicht sogar immer. Wenn du dir aufschreibst, Ferrari 488 GTB, habe ich früher gemacht, irgendwie eins der drei Ziele, $439.000 pro Monat, weil ein Monat 439.000 Minuten hat, Sekunden hat und ich wollte $1 pro Sekunde verdienen. Du automatisch so, ah, okay, warte mal, jetzt muss ich gerade sitzen, jetzt muss ich das machen, weil ich ja diese Ziele habe. Dein innerer Kompass führt dich automatisch zu den Zielen. Das heißt, es wäre cool, es wäre lustig, Milliardär zu werden und das ist auch eins meiner... Lustig. Ja, es wäre lustig, weil was soll ich denn sonst, was mache ich denn damit? Weil wenn du wirklich überlegst, wenn du tot bist, kriegt ein anderer... Das hängt davon ab. Geld ist Mittel. Du kannst mit viel Geld kannst du viel machen, wenn du willst. Du kannst entweder egoistisch sein und denken, okay, was mache ich damit? Und sagen, okay, kaufe ich mir eine Yacht, kaufe ich mir eine Villa und noch eine Yacht und habe kein Geld mehr. So schnell geht es nicht, aber ihr wisst, was ich sagen will. Oder ihr denkt euch, okay, ich habe viel Geld, vielleicht versuche ich irgendwelche nice Sachen umzusetzen. Helfe vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, der Tafel oder irgendwie so in der Gegend oder helfe den Kindergärten oder sonst irgendwas. Man kann sich engagieren, wenn man das will. Ne? Oder man gründet ein Unternehmen und versucht irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwas voranzubringen. Auch vielleicht auf nachhaltigen Wege oder bei den Transformationen, die wir vor uns haben in diesem Jahrhundert. So. Dein Haus, ein anderer dein Ferrari. Und kannst mit Geld kannst du viel machen. Das hängt von dir ab, was du mit dem Geld machst. Fast alle Kinder, oder Naturschutz. Fast alle Kinder reicher Eltern, die das bekommen, gehen in den Arsch. Das heißt, die meisten Hustler, das sind die Superstars. Also kannst du es nicht mal deinen Kindern geben. Ja, du zählst auf jeden Fall als... Das ist natürlich jetzt ein sehr egoistisches Weltbild. Er redet nur davon, was du persönlich davon hast, wenn du Geld hast. Und da ist die Antwort ja nicht so super viel. Du beseitigst halt Sorgen, die man hätte, wenn man wenig Geld hat. So, ne, das ist der Effekt von viel Geld, dass du weniger Sorgen im Leben hast. Checkst du? Theoretisch. Wenn du tatsächlich guckst, kommen dann wahrscheinlich andere Sorgen, aber die sind dann meistens nicht so schlimm, wie wenn du wirklich Geldmangel hast in irgendeiner Form. Also jemand, der seine Miete nicht bezahlen kann oder Angst hat, sie nicht bezahlen zu können, oder diejenigen von euch, die Angst haben, dass die Nebenkostenabrechnung in diesem oder nächsten Jahr zu hoch wird oder sonst irgendwas, das sind Ängste, die man da nicht mehr hat. Ne? Du das? Ich check's 100%. Okay, deswegen wäre es lustig. Du kannst es zur Lifetime, du hast deiner Mama zum Beispiel ein Haus gekauft, solche Geschichten, dass du kannst in der Lifetime irgendwie an Liebste irgendwie ausgeben, ja. Aber irgendwann hast du dir selber, glaube ich, auch alles gekauft. Ich frage mich selber total, was macht jemand mit Milliarden von Euros? Aber du sagst, wenn ich das schaffe, dann ist es eher lustig. Das wäre lustig, du ja. Du hast selber etwas, finde ich, sehr Lustiges gesagt. Du hast gesagt, dass deine Preise für dein Parfum, deine eigene Marke, One heißt es, ne? Fragrance One. Fragrance One. Du hast die Preise einfach erhöht. Weil extrem erhöht, ja. Die werden noch teurer. Aber ohne dass jetzt irgendwie die Produktion, hast du gesagt, 10 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Ist ja bei allen so.
Ja, aber deswegen mögen die Leute ja meine Videos so, weil ich denen das so sage. Weil jeder weiß eigentlich, ist das so für ein Arsch und eigentlich macht der die Scheiße nebenbei. Die Leute sind ja nicht dumm. Und die Leute kennen die Produktionspreise. Aber ich sag dir auch was, was pervers ist. Wenn ich jetzt mein Parfüm für 349 Euro in den Store tue und ich sage dir, Leroy, das kostet 8 Euro eine Produktion. Mhm. Ich überlege mir aber auch, warte mal, weißt du, was fair wäre? 39 Euro wäre eigentlich auch fair, für die 39 Euro zu verkaufen. So habe ich früher gedacht. Und dann hat mir einer beim Grillabend gesagt. Jetzt bin ich gespannt. Also, sehr schwierig auszumachen, was eigentlich ein fairer Preis ist. Ne? Da ist immer so ein bisschen, wann ist das? Woran machst du das eigentlich fest und so? Ne? Das kann man sehr unterschiedlich argumentieren, sage ich jetzt mal so. Schon klar, dass der Preis irgendwie über den Produktionskosten liegen muss und du willst ja vielleicht auch als Firma wachsen, damit du mehr produzieren kannst, damit du noch mehr verkaufen kannst und so weiter und so fort. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, ab wann fängt das eigentlich an, wo man sagen kann, naja, schwierig, ist das bei 10% über den Produktionskosten, ist es bei 100% über den Produktionskosten, bei 1000% über den Produktionskosten. Das ist relativ willkürlich, kann man nicht so pauschal sagen. So, aber klar ist, dass wenn es für 349 verkauft und das Ding kostet 8, dann sind wir uns alle einig, das ist ganz schön übertrieben eigentlich. Wir sind, wenn überhaupt, trotzdem aus irgendwelchen irrationalen Gründen dann trotzdem manchmal dazu bereit, sowas zu zahlen. Jetzt bin ich sehr gespannt, welchen Grund er nennt, warum jetzt 39 Euro für ein Parfüm nicht so eine gute Idee ist, statt 349. Es war eine sehr besondere Person. Ich bin mir mehr wert als ein 39 Euro Parfüm. Ich sag, hä, das ist doch so dumm, das ist doch das gleiche Spiel, Mann. Ich bin zufrieden mit 39 Euro. Und jetzt sage ich dir was, ich verkaufe dieses 349 Euro Parfüm und gib dir, Arsch, 80% Rabatt, Alter. Und du kriegst es für 72 Euro. Und dann sagst du, boah, geil. So dumm sind wir. Okay, ja, okay. Das ist ein Mechanismus, den findet man bei... Also das ist so ein typisches Marketinginstrument. Ist, glaube ich, auch so halb illegal in Deutschland. I don't know. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie da die genaue Rechtslage aussieht. Aber Produkte als sehr hoch anzusetzen, mit der Erwartung, sie sowieso stark zu rabattieren, damit das auf den Kunden wie ein Schnäppchen wirkt, ist halt ein psychologischer Mechanismus, so, ne, womit die Leute catchen willst. Und ja, das funktioniert. Ne? Über NordVPN so, ja, gibt es viele Firmen, die das machen. Ne? Es gibt, wir haben auch mit Display zum Beispiel eine Partnerschaft gehabt. Display hatte, glaube ich, dauerhaft Prozente. Da würde ich jetzt fragen, das geht noch so gerade, weil deren Prozente meistens so 10-20% sind, aber es ist schon genau der gleiche Mechanismus, den ich auch schon ein bisschen kritisch fand. Aber je heftiger du das treibst, desto schlimmer wird das. Ja? Und wenn das so ist, wie er jetzt sagt, irgendwie mit 80%, und ihr habt schon gesagt, NordVPN macht das gerne, dann sind wir in Bereichen, wo man sagen muss, das ist ganz schön heftig, heftig problematisch eigentlich. Ne? Also weil, ja, es ist halt genau das, was er beschreibt. Du nutzt diese Dummheit der Kunden oder der potenziellen Kunden aus, um sie zu ködern. Ne? Weil wir Menschen irrational sind und dann die Preise nicht mehr richtig einordnen. So dumm sind wir. 80% Rabatt wird gekauft. Und so ist es in der heutigen Zeit. Du kaufst eben bei Luxusgütern mehr als nur die Produktionskosten. Und okay. Nur mal, dass wir es gecheckt haben bezüglich Milliardär. Ich schreibe. Solche Mechanismen gibt es auch viel in Online-Shops. Ne? Also ich meine jetzt mit Online-Shops nicht Amazon oder so, sondern ich meine In-Game-Item-Shops. Weil ich weiß ja, die sind ja viele Zocker wahrscheinlich dabei. Da ist das auch häufig so, dass da mit Rabatten gerechnet wird. Da ist ständig immer irgendwas im Rabatt, was ja absolut nicht notwendig ist, weil digitale Güter gar nicht, gar keiner Knappheit unterliegen. Ja? Also in der realen Welt dienen Rabatte meistens den Abverkauf von Lagerbeständen und so weiter, in einer idealen Welt, wenn das alles immer nice wäre. Aber bei digitalen Gütern ist ja nichts knapp. Und wenn das nicht knapp ist, gibt es auch keinen Grund, etwas zu rabattieren. Der einzige Grund ist, euch zum Kauf anzuregen. Und es gibt Shops, wo da merkt, also die meisten Ingame-Shops, die ich kenne, sind grundsätzlich so aufgebaut, dass ständig irgendwas rabattiert ist, um immer diesen Mechanismus zu triggern. Ja.
Mir morgendlich, also diese epischen Dinge, die ich dir vorhin gesagt habe, das ist was anderes. Aber was ich mir morgens aufschreibe, übrigens, schreib dir 3 Dinge pro Tag auf, mit der anderen Hand, mit der du eigentlich schreibst, gut gegen Alzheimer. Mhm. Habe ich auch mal eine Zeit lang versucht, ohne große Hintergedanken. Ich habe es einfach nur so versucht, aber irgendwann aus Faulheit wieder aufgehört. Mit der anderen Hand schreiben, also ich schreibe mit links, ich bin Rechtshänder. Ich putze mir die Zähne mit links und laufe dabei rückwärts die Treppen hoch. Okay, auch gegen Alzheimer, und ich spiele Instrumente, ist auch gut fürs Gehirn. Und dann schreibe ich eben, wie gesagt, mit der anderen Hand, schreibe ich mir 3 Dinge auf. Derzeit sind es always strong. Das ist crazy, Alter. Einfach always strong. Punkt. Mhm. Immer stark. Sogar wenn ich im Arsch bin, bin ich immer stark. Weil dann kann ich immer noch kämpferisch sein, auch wenn ich physisch im Arsch bin. Und sobald ich dieses Goal gechanged habe, was vorher das Goal war, everything as fast as possible, das war eins meiner Ziele früher, alles so schnell wie es geht noch machen, das fand ich ein gutes Ziel, so einfach alles so schnell wie es geht. Und dann ist mir letztens aber aufgefallen, als ich das gechanged habe, always strong, auf einmal stehe ich immer, sobald ich mich ertappe, irgendwie so posture ein bisschen blöd, boom, always strong. So, und die zweite, wo wir für einen Milliardär reden, create a billion dollar fragrance DNA. Das ist komplett unkommentiert, weil das ist so ein Käse von hinten bis vorne gerade, da kann ich auch nichts draus ziehen. It makes you a billionaire in 2022. So habe ich immerhin die Parfümsache mit drin, weil sonst werde ich einfach Milliardär werden, so bist du da, dann ist da ein Gehirn so, wo soll ich hin? Wenn ich mir sage, da ist mein Ziel, dann ist da mein Ziel. Ich werde Milliardär mit Parfüms. So, und wenn mein Ziel ist, ich werde Milliardär mit Parfüms, ups, aha, mein Ziel ist trotzdem, ich werde Milliardär mit Parfüms. Und was ist, wenn ich Arsch bin? Leo, ich weiß auch nicht ganz, was gerade abgeht. Das ist ja großartig. Wir müssen uns das anschauliche Beispiel nochmal angucken. Es geht wieder richtig los. Da denk mal so gerade, okay, wir lassen den jetzt diesen Punkt einfach mal ausführen, weil da ist es gerade sowieso Unsinn, da wird schon nichts Interessantes mehr passieren, und wir warten mal auf den nächsten interessanten Punkt und dann geht's los. Okay, auf geht's. Mit drin, weil sonst werde ich einfach Milliardär werden, so bist du da, dann ist da ein Gehirn so, wo soll ich hin? Wenn ich mir sage, da ist mein Ziel, dann ist da mein Ziel. Ich werde Milliardär mit Parfüms. So, und wenn mein Ziel ist, ich werde Milliardär mit Parfüms, ups, aha. Hä? Also. Dann ist da mein Ziel. Ich werde Milliardär mit Parfüms. Das ist sein Ziel, ich werde Milliardär mit Parfüms. So, und wenn mein Ziel ist, ich werde Milliardär mit Parfüms. Jetzt ist sein Ziel, ich werde Milliardär mit Parfüms. Ups, aha, mein Ziel ist trotzdem, ich werde Milliardär mit Parfüms. Was? Ich raff gar nichts. Und was ist, wenn ich Arschgesicht nicht weiß, wo mein Ziel ist, aber Bock hab, was zu machen? Mein Ziel, ups, keine Ahnung, scheißegal, ups, jetzt gehe ich hier lang, ups. Checkst du das, Alter? Okay, ja. Okay, ich übersetze, jetzt geht wieder los. Es ist sinnvoll, nicht ziellos zu sein. Ja. Du musst wissen, wo du hingehst, Alter. Okay, Jeremy, ich will dich jetzt einmal live fragen. Ich habe hier... Ich habe einen gesehen. Ich mach die Augen zu. Du hast einen gesehen? Ja, Acqua di Gio Profumo. Oder man könnte auch sagen, es ist zielführend, nicht ziellos zu sein, weil viel mehr steckt da auch nicht hinter. Welcher Typ, der meinen Duft gemacht hat? Oh, warte mal, welcher ist das? Nee, ich will dich nur nach einem fragen. Weil ich habe alle meine Düfte heute mitgebracht, aber ein. Ja, er könnte vielleicht auch meinen, dass es kein sinnvolles Ziel ist, Milliardär zu werden, sondern es ist ein sinnvolles Ziel, mit Parfüms Milliardär zu werden. Also, dass man sich bewusst darüber ist, dass man ein Mittel braucht, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, du brauchst nicht nur ein Ziel, sondern du brauchst auch einen Weg zum Ziel. Da gehen wir aber weit darüber hinaus, was er eigentlich gesagt hat. Aber vielleicht wollte er auch das sagen. Das wäre nämlich wesentlich gehaltvoller gewesen. Will ich das? Ich guck nicht. Du guckst dir nicht die Flasche an, ich mach den auf deine Hand, ja? Fuck. Da habe ich noch nicht aber drauf. Aber warte, ich teste hier gerade Armani My Way oder Parfum gegen das Intense. Ich muss wissen, welcher länger hält, Mann. Okay. Das kann ich nicht machen, du. Dann test es auf meiner Hand. Okay. Och. Was passiert hier? Nochmal.
Welcher ist das? Nee, ich will dich nur nach einem fragen. Ich habe alle meine Düfte heute mitgebracht, aber einen will ich... Ich guck nicht. Du guckst hier nicht. Chat, benutzt ihr Parfüm? Ich benutze kein Parfüm. Ich habe früher mal Parfüm benutzt, aber mittlerweile gar nicht mehr. Aber früher auch nie ein festes. Ich habe immer irgendein anderes. Schon eine Menge. Aber vielleicht liegt es auch an dem Publikum, was wir jetzt mit Jeremy Fragrance anziehen. Ne? Über die Hälfte sagt ja. Ich mach den auf deine Hand, ja? Fuck. Da habe ich noch nicht drauf. Aber warte. Ich teste hier gerade Armani My Way oder Parfum gegen das Intense. Ich muss wissen, welcher länger hält, Mann. Okay. Das kann ich nicht machen, du. Dann teste es auf meiner Hand. Okay. Boah, riecht das geil. Boah, riecht das geil. Ist das Terre d'Hermès? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube nicht. Boah, riecht der geil. Ich kenne den Duft natürlich. Bist du ganz sicher? Naja, ich kenne den. Der riecht sowas von geil. Kannst du mir nur die Brand sagen? Terre d'Hermès hätte ich jetzt spontan gesagt. Das ist so ein Vetiver-Duft, so ein dunkler, geiler. Nein, ist keine so bekannte Brand. Ich glaube, du wirst sie vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm. Was ist denn die Brand? Die Brand ist Ere Studios. Das sind Freunde von mir, die sich einfach mal da reingebracht haben. Toll, Mann. haust du mich jetzt voll in den Arsch. Nee. Mit einer unbekannten Brand, ey. So ein Lulatsch, ne? Ich kenn genau. Das kennt der Mann von Welt doch nicht. Der kennt doch sonst so die blöde Chanel oder so. Wirklich jeden Duft hier eigentlich. Sag ich nur, weil er auch immer blöde Chanel sagt. Ne? Ist ein okay, der hier, der ist noch total undercover, aber ich wollte dich fragen, geil, wie du ihn fandest. Finde ich sehr gut. Findest du sehr gut. Okay, jetzt zeige ich dir die anderen Düfte, die ein bisschen bekannter sind. Und ich würde gerne von dir hören, ich gehe heute nämlich ein bisschen feiern. Ja, es ist natürlich die Hand verbraucht, das heißt, jetzt kommt es aufs Knie. Welchen sollte ich aus deiner Sicht heute drauf? Samstag, Alter, geil. Bei Samstag. Mir ist jeder Tag gleich, scheißegal. So, muss ich aber auch zustimmen. Das ist aber auch so ein typisches Influencer-Ding. Für mich ist auch jeder Tag gleich, außer Sonntag, weil da die Geschäfte zu haben. Und deswegen mag ich Sonntage nicht. Soll ich den neuen drauf tun von Ere Studios? Jetzt darfst du auch gucken, ne? Soll ich gucken? Ja, du darfst gucken. Okay. Das hier ist mein Ensemble, du siehst. Fuck, geile Düfte, alter Schwede, du. Ich habe mich ein bisschen von dir inspirieren lassen, ne? Das muss man schon. Boah, der geile Düfte. Also. Boah. Alter Schwede, hast du geil Düfte. Also ich würde. Beim Montag ist für mich auch noch so ein bisschen spezieller Tag, weil wir Montag immer Meeting haben und ich dann nicht ganz ausschlafen kann. Weil um 14 Uhr haben wir ja Meeting. Ist jetzt nicht, ich weiß, für viele ist das jetzt sehr spät, aber ihr seht ja, ich streame ja jetzt hier auch bis 3:30. Also ich bin immer sehr, sehr lange auf und dann ist für mich 13.30 Uhr aufstehen, ist das dann ungefähr. Das ist dann schon. Ich merke das auf jeden Fall. Ist jetzt, haut mich hier so nicht komplett aus dem Leben, aber ich merke das. Den nehmen, weil den hat fast keiner und der hält so lange. Ich habe bei dem Typen im Haus gepennt in New Jersey, Alter. Weil ich stehe auch sonst eigentlich so um 13, 14 Uhr auf. Aber es ist trotzdem nochmal so ein Unterschied, wenn man gezwungen wird, als wenn man aus freien Stücken aussteht. Ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, Psychologie und mehr nicht. Der Chef von Parfums de Mali, Amerika. Boah, hält der lange. Ach, da denke ich übrigens an die Russin in Miami. Da waren wir zusammen. Ja, das ist eine Granate. Also Sauvage ist natürlich geil, muss aber nicht sein. Blöde Chanel. Sag ich doch, blöde Chanel. Ich kenne doch meinen Jeremy Fragrance. Flacht ein bisschen ab in einem Evening-Setting, wo du auffallen willst. Hier wäre stark genug, aber der hält nicht, ballert nicht so sehr. Der ist gar nicht so lustig. Geil, aber den kannst du auch überall woanders tragen, weil es halt so ist. Und der ist geil, aber ich meine, wenn du die anderen hast, dann nimmst du einfach den und fertig. Aber ich fand den hier besonders geil, weil du dazu gesagt hast, ey, der kostet 30 Euro, genau. 40 Euro oder so. Und den kann man einfach so wirklich 3-4 Mal am Tag auch auftragen. Und ich dachte mir, ey, also das hier, das kostet ein paar hundert Euro oder so. Ne? Genau. Und im Vergleich dazu nehme ich auch gerne mal so einen günstigeren. Aber das hat mich interessiert. Also du würdest sagen, ich sollte mit dem Süßlichen gehen hier. Also es gibt ja so ein Sprichwort, man wertet... Das Sprichwort geht Mann. Man wertet den Mann auch an seiner Frau. Man wertet den Mann auch an seiner Frau. Klingt nach einem ganz beschissenen Sprichwort. Also wenn ich deine Freundin sehe, dann kann ich dich auch so ein bisschen danach werten. Und ich werte Leute aber auch nach... Du sollst weder Frauen werten noch Männer, noch sollst du Männer an Frauen werten. Was?
Nach der Parfümkollektion, Alter. Die ist geil, Mann. Die ist geil, Alter. Also, das ist schon kein Kindergarten-Style. Ich war ja im Fernsehen, 20.15 Uhr und RTL Sonntagnachmittag exklusiv, was ich als Kind irgendwie gesehen habe. Das Leben der Reichen und Schönen und so. Das bringt alles gar nichts, Mann. Mhm. Sowas wie wir jetzt machen, weißt du, das bringt Follower und Reichweite und organischen Reichweite. Zur Parfümfrage noch nie zuvor einmal herumgedreht oder gedacht, oh, die Person, die ja an mir riecht. Nee, ist nicht so. Ich denke manchmal, oh, riecht die Person unangenehm. Also es gibt so Parfüms, wo ich mir denke, riecht unangenehm. Habe ich mal Parfüms gehabt, wo ich dachte, dass die Person gut riecht? Ja, bestimmt, aber es hat bei mir noch nie so den Eindruck hinterlassen. Ich glaube, ich bin einfach nicht so ein krasser Geruchsmensch. Ich bin immer auf der Autobahn. Und die Autobahn der Sinne sind ja die Augen. Ich bin da sehr oberflächlich. Ich rieche nicht so viel, glaube ich. Reichtum. Also wir sind mittlerweile RTL und so weiter. Weißt du, also ich bin happy, dass ich hier sein kann und du mich auch mitbewirbst im Prinzip. Auf deiner Plattform. Ey, du darfst es nicht vergessen. Also ich weiß nicht, wie sehr du das selber auf dem Schirm hast, aber über die deutschen Grenzen hinaus. Es gibt zum Beispiel auch dieses, also was zum Beispiel viele Leute ja nicht mögen, ist dieses Raucherding. Ne? Also keine Ahnung, dass man irgendwie Raucher unangenehm findet. Mich stört das gar nicht so. Ich bevorzuge es, wenn es weg ist, aber ich finde es jetzt nicht so super unangenehm. Hast du dir irgendwie einen Namen gemacht? Ich glaube, ich rieche einfach nicht so gut. Weil jetzt mein Geruchsorgan nicht so krass ausgebildet. Dass du dich entschieden hast, auch englischen Content zu machen. Ja. Du weißt gar nicht, wie viele deutsche YouTuber damit auf die Fresse geflogen sind. Ja. Wie viele versucht haben, möchte jetzt nach Dubai gehen, ich möchte jetzt nach Amerika gehen. Und die Communities, die Deutschen, die wollen halt natürlich auch... Wobei auf die Fresse geflogen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich weiß, dass einige wieder zurück sind. Ne? Aber dann ist einfach nur der Deal ausgelaufen. Was heißt denn, auf die Fresse geflogen? Für mich klingt das immer so ein bisschen so wie, naja, danach war es mit der Karriere vorbei oder die hat einen deutlichen Knick genommen. Und da müsste man jetzt nochmal in Detail gucken, wer von den InfluencerInnen, die dann nach Dubai gegangen sind und dann wieder zurückgegangen sind, die da wirklich irgendwelche Einbußen gehabt haben. Weil nach meiner Erfahrung nach ist das immer alles Blödsinn. Also jedes Mal gibt es irgendwelche Skandale, dann gibt es irgendwelche Ex-Post-Videos von irgendjemanden über irgendwen. Und am Ende des Tages geht es halt so weiter wie zuvor. Deswegen bin ich gerade, ich bin wirklich gespannt, wie sich das hier zum Beispiel jetzt mit Finn Kliman entwickelt, weil das ist quasi der, in Anführungsstrichen, Shitstorm, ist in diesem Fall sehr, sehr viel größer und hat viel, viel größere mediale Wellen geschlagen. Und ich bin sehr gespannt, wie Finn Kliman in ein oder zwei Jahren dasteht. Ob das einen nachhaltigen Effekt auf seine Karriere haben wird oder nicht. Oder ob das selbst in dieser Größenordnung von Gegenwind unterm Strich auch nichts ausmacht. Bin ich sehr gespannt. Deutschen Content haben. Also musst du sagen, okay, ich fange irgendwo von null an und baue mir praktisch zwei verschiedene Standbeine auf. Und das eine, ich hab, wenn du deinen Namen auf YouTube eingibst, da gibt es Leute Ballert ohne Ende, mit Millionen Reichweiten aus Amerika. Es gibt da auch eine krasse Analyse, vielleicht gucken wir die danach, von Ultralativ. Der hat ganz, ganz, ganz viele YouTube-Kanäle angeschaut, die Skandale hatten. Und dann die Reichweiten vor den Skandalen mit den Reichweiten nach den Skandalen verglichen. Und sein Ergebnis war, naja, macht keinen Unterschied. Ja, die sagen, okay, ich gucke mir den an. Ich hätte gerne noch ein Statement von dir, was wir in Zukunft noch von dir erwarten dürfen. Deswegen ist das auch alles mit dieser Cancel-Culture-Blödsinn. Das ist einfach egal. So. Oder es ist, macht so wenig aus, dass es unterm Strich, naja, alles nicht so schlimm ist, wie manche Leute immer behaupten. So irgendwie ein Ziel oder sagst du, ich bin number one, ich renne einfach USA? Weiter? Ich hab so einen Granatendeal, alter Schwede. Okay, wenn ich wirklich Milliardär werden würde, dann habe ich die Chance, durch folgende Optionen das zu werden. Aber ich werde sie jetzt nicht verraten. Durch folgende Optionen, aber ich werde sie nicht verraten. Also für gewöhnlich wird man nicht Milliardär aus eigener Kraft. Ist nahezu unmöglich. Normalerweise erbst du einfach unfassbar viel Geld. Oder du hast schon hunderte Millionen geerbt und gehst dann auf die Milliarden oder so. Du wirst normalerweise nicht Milliardär. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt Beispiele dafür gibt. Das ist, naja.
vielleicht manche ganz wenige Patente oder so, wenn man mal ein ganz glückliches Händchen hat. Aber das ist so ein absurdes Szenario. Aber ich hab sie, Alter, mit so einem Typen aus Malibu, die ist so krass. Nee, dann verrat's auch nicht. Also wenn weil manchmal ist es besser, es erst zu tun und dann darüber zu reden. Und also die Milliardärs-Sache ist in Planung, finde ich geil. Der gute Microsoft-Gründer. Bill Gates, ja, Bill Gates wäre wahrscheinlich einer der wenigen Beispiele, wo man das sagen könnte. Wobei auch da, ich habe ja gesagt, aus eigener Kraft, da wird schon wieder heikel, ne? Wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von Microsoft oder auch mit Apple und so weiter beschäftigt, merkt man dann ganz schnell, ai. Aber ja, man könnte sagen, Bill Gates oder Zuckerberg. Wir haben durch die Tech-Branche tatsächlich extreme Beispiele. Ja, mit Parfüms. Ich wäre der erste Parfüm-Milliardär, soweit ich weiß. Und das ist schneller gemacht, als du denkst. Wenn du wüsstest, wie. Also ich habe dein Konto gesehen, ich glaube dir alles. Ja gut, aber du musst immer noch unterscheiden, Millionär oder so und so viel ist echt was anderes nochmal als Milliardär. Aber egal. Und ich schreibe mir übrigens als drittes Ziel, das wissen viele nicht, schreibe ich mir auch auf, have the Jeremy Fragrance TV Show like Dr. Oz. Ich fand Dr. Oz immer ganz cool, das ist so ein Türke, der in Amerika groß geworden ist. Kenne ich nicht. So ich dann so Arnold Schwarzenegger-Style, auch in Amerika groß, hätte ich auch gerne so eine TV-Show. Das heißt, was könnt ihr von mir erwarten? Also drei Dinge werden kommen. Noch krassere Parfümprodukte von mir selber. Ihr habt recht, es gibt schon ein paar Beispiele. Ne? Das ist immer so, es hat immer diese Sache mit dieser aus eigener Kraft, weil da sind auch immer viele Leute dran mitbeteiligt, so, die dann unterm Strich dann unter die Räder geraten, sehr oft, wenn man dann genau an die Firmengeschichten guckt. So sehr zäh. Übelste A-Promi-Deals in der Parfümbranche und Jeremy Fragrance Empire vergrößern. Ocean Drive, Miami Beach, Parfümgeschäft, The Fragrance, Fragrance Me, Zeitschrift. Wir sind wieder an dem Punkt, wo er wahllos irgendwelche Substantive aneinander reiht. Und TV-Show. Also alles so, weil, wenn du dir nochmal überlegst, Geld kannst du nicht vererben, deine Kinder kucksen sich dann voll oder hassen dich dann irgendwann. Die Story gibt's auch. Die hassen die reichen Eltern, weil die sagen, mein scheiß Vater hat mir meinen BMW geschenkt und ich kann mir jetzt nie wieder das Feeling selbst erarbeiten, das ich selbst geschafft habe. Ich hasse dich, Dad! So. Ist das so? Ist das so ein Problem bei Kindern von Milliardären? Ich kenne wenig Kinder von Milliardären. Was gibt's so diese typischen Beverly Hills Kids? Müsst ihr mal recherchieren. In Amerika gibt's sowas. Und also kannst du deinen Kindern nicht mal vererben? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das im Laufe der Entwicklung eine Sache ist, mit der die ein bisschen zu strugglen haben. So, ne? So nach dem Motto, ja, was habe ich mir eigentlich selbst verdient und selbst geleistet und so weiter und so fort. Mag alles sein. Aber man muss natürlich, wenn man sowas sagt, immer dazu sagen, 99% der Welt hat wahrscheinlich größere Probleme innerhalb ihrer kindlichen Entwicklung als die Frage, ob man sich sein Vermögen selbst verdient hat. Du kannst es sowieso nicht mitnehmen. Dein Haus hat irgendwann eher ein anderer. Und das Einzige... Womit ich natürlich dieses Problem nicht irgendwie kleinreden will oder so. Das kann natürlich auch zu psychischen Problemen und so weiter führen. Aber die haben auch das Geld, sich dann entsprechend professionelle Hilfe zu holen. Das ist ja auch... Das Einzige, was bleibt, ist echt... Das ultimative Dopamin ist es, in den Himmel zu kommen. Geil. Das heißt, du wirst als Milliardär und Familienvater von der Erde gehen. Das sind so große Ziele, habe ich rausgehört. Es ist interessant, dass er so gläubig ist. Das ist eine ungewöhnliche Kombination für einen Charakter dieser Art. Normalerweise sind sehr selbstverliebte Menschen weniger gläubig, insbesondere wenn das der Erfolg so krass durch auch Statussymbole und Ähnliches geprägt ist. Das und diese Ergebenheit, auch dieses Abziehen jetzt auf den Himmel, also auf ein Nachleben, ist seltsam, weil normalerweise gilt dieses Abziehen auf ein Nachleben und so weiter, wie soziologisch zum Beispiel recht häufig damit begründet, dass man auf Gerechtigkeit hofft. Ja, Menschen streben nach Gerechtigkeit und wenn wir merken, das Leben ist ungerecht, hoffen wir auf die Gerechtigkeit nach dem Tod. Sowas in der Richtung. Das ist bei ihm gar nicht so vorherrschend. Auf der anderen Seite beißt sich das auch total mit seiner Erklärung, was in dem Leben wichtig sei. Er sagt ja, für ihn ist es wichtig, im Leben als der Parfüm
Typ zu sein. Aber wenn er nach einem Leben, nach dem Tod im Himmel glaubt, könnte er ja auch sagen, dass ihm das egal ist. Also ich glaube, das ist nicht ganz schlüssig, wie so häufig bei Religionen, aber naja. Ja, die Idee ist, wir alle arbeiten ja auf etwas hin, auf das wir uns freuen. Wir freuen uns, die Frau zu sehen, freuen uns, Datteln zu essen. Und das ultimative... Es kann auch sein, dass diese religiöse, gläubige Attitüde tatsächlich sein Image ist, ne? Ja, könnte auch sein, dass er sich so denkt, dass das einfach so der Archetypus ist, den er verkörpern will, ne? Passt einfach zu seinem weißen Anzug ein Kreuz, um Hals zu tragen, ja. Dopamin. Da bist du aber so... Was hat er wieder mit Datteln gesagt? Ich habe gerade nicht zugehört. ...hin, auf das wir uns freuen. Wir freuen uns, die Frau zu sehen, freuen uns, Datteln zu essen. Und das ultimative Dopamin. Da bist du aber so fierce, da bist du fiercer als der fierceste Motherfucker, den es gibt. Was ist man dann? Fierce? Ich habe das irgendwie... Was ist denn fierce? Fierce. Ich bin ungebildet, mein Englisch ist schlecht. Was bedeutet fierce? Erbittert, heftig, wild, grimmig. Man ist dann wild. Okay. Ein paar Stunden mal durchgezogen, da hatte ich so das Mindset, don't look forward to anything. Mhm. Wenn du dir das mal vorstellst, freu dich auf gar nichts, Punkt. Außer in den Himmel zu kommen. Dann restriktierst du dich von allerlei Freunden, die es gibt auf der Welt. Und dann fällst du erstmal in ein Loch und dann sagst du, oh, ist das schwer, Alter. Aber die Letzten werden die Ersten sein. Und auch mein... Jetzt zitiert er sogar die Bibel. Mein Weg geht weiter und wir gucken, wo er weitergehen wird. Ich werde dich auf jeden Fall... Ich zitiere auch immer gern die Bibel. Das wirkt immer so belesen. Auf jeden Fall im Auge behalten, mein Lieber. Definitiv. Und hast du noch einmal dein Power... Wer hat, dem wird gegeben. Power-Slogan für uns. Ich würde dich was anderes fragen. Mein Vater hat mir was gesagt, meine Mutter hat mir was gesagt und ich wüsste gern, was du deinen Zuschauern sagst. Mhm. Also mein Vater hat mir gesagt... Ich würde dir mal empfehlen, einmal in deinem Leben zur Beichte zu gehen. Habe ich mal gemacht. Meine Mutter hat mir gesagt, follow your heart. Ich bin auch zeitlang relativ oft zur Kirche gegangen. Im Rahmen meines Konfirmationsunterrichts, den ich dann abgebrochen habe. Aber tatsächlich fand ich die Gespräche, die ich dort mit dem Pastor geführt habe, recht interessant. Kann man schon machen. Weil manche dieser Leute, die reden halt grundsätzlich mit vielen Menschen. Ne? Und auch mit vielen Menschen, die echt viel Scheiße erlebt haben. Und zumindest bei mir hatte ich schon den Eindruck, das waren interessante und fruchtbare Gespräche. Ich glaube, das ist kein schlechter Ratschlag, auch mal mit einem Geistlichen zu reden. Ja. Vor allem mein Vater hat mir gesagt, geh mal zur Beichte. Meine Mutter hat mal gesagt, follow your heart. Was sagst du, was wirklich so eine Kernmessage von dir ist, die so richtig... Du bist. Ja, gibt natürlich solche und solche, das ist richtig, das ist richtig. Aber das ist ja mein Bereich. Mhm. Glaubt an euch. Klingt so flach und ich sag dir trotzdem, dass die Stärke in einem selber manchmal erstmal so ein bisschen erwachsen muss. Ich habe das als Teenager, ich bin noch keine 30. Nochmal das Zitat. Klingt so flach und... Nochmal. Die so richtig du bist. Wer ist so richtig ich? Follow your heart. Was hat mir gesagt? Follow your heart. Follow your heart. Folge deinem Herzen. Das sind so... Also, ist das nicht so der allerleerste Spruch, den man machen kann? Ist das nicht so das allerleerste, was man überhaupt sagen kann? Mein Vater hat mir gesagt, geh mal zur Beichte. Meine Mutter hat mal gesagt... Mir fällt, glaube ich, kein so ein Spruch ein, der noch leerer ist. Sagt, follow your heart. Was sagst du, was wirklich so eine Kernmessage von dir ist, die so richtig du bist? Glaub dann mal. Finde ich nicht, wieso? Weil dein Herz gar nichts sagt, das ist einfach nur rumgeschwurbelt. Klingt so flach und ich sag... Und woher willst du wissen, was dein Herz sagt? Du sagst, jemand fragt sich das, der nicht weiß, was er tun soll und dem sagst du, tu, was du tun willst. Hä? Ich dachte trotzdem, dass die Stärke in einem selber manchmal erstmal so ein bisschen erwachsen muss. Ich habe das als Teenager, ich bin
noch keine 30. Als Teenager habe ich selber so ein bisschen mit mir gehadert. Ich fand mich auch nicht so geil. Du hast da, glaube ich, schon früher dieses... Wir wurden von Kekluk Gaming geredet. Kekluk, herzlich willkommen, Kekluk. Wir haben noch ein paar Minuten Jeremy Fragrance vor uns. Da müsst ihr jetzt noch durch. Selbstbewusstsein inne gehabt. Und ich weiß aber, dass es sehr vielen in diesem Alter so geht. Sehr viele auch diese Videos schauen. Und ich sag's dir, wie es ist. Es braucht eine Zeit. Folgt nicht eurem Herz. Mach was Vernünftiges mit eurem Leben. Aber ich habe es mir dann als Ziel gesetzt. Ich will da irgendwie rauskommen. Aber verbiegt euch auch nicht. Und du musst halt erstmal eine Sache finden, die du geil findest. Und da musst du halt, lässt sich nicht auf so einen Hauptsatz runterbrechen. Auch wirklich dranbleiben und sagen, die ist geil. Und plötzlich merkst du, boah, ich sehe noch ein paar andere Sachen an mir, die ich geil finde. Und du musst nicht alles an dir cool finden. So. Das reicht, wenn du ein paar Sachen hast, wenn du in den Spiegel guckst und die siehst und sagst, boah, okay, really nice, ne, das passt zu mir. Ich kann damit rausgehen, ich kann damit auch mal auf eine Frau zugehen und bin selbst davon überzeugt, dass ich sie für mich gewinnen kann, weil ich das selber so feiere und so ausstrahle. Das hat eine Zeit gebraucht. Ja, Selbstbewusstsein hilft, um sympathisch wahrgenommen zu werden. Das hat nicht mal was mit Männern und Frauen zu tun. Selbstbewusstsein hilft, um Sympathie zu erwecken bei anderen Menschen. Das ist korrekt. Und auch wenn ich mir irgendwie einen Traum in den Kopf gesetzt habe, das ist aber auch keine tiefe Weisheit, dann muss man darauf hinarbeiten. Aber ich habe, glaube ich, bisher in meinem Leben alles, was ich irgendwie anfassen wollte, irgendwann mal schaffen wollte, bisher geschafft. Und ich habe sicher noch größere Ziele. Deshalb frage ich Menschen wie dich auch immer, du bist schon so weit, wohin willst du? Willst du noch? Und du musst irgendwie ein immer weiteres wachsen. Ziel haben, damit du wachsen kannst. Ich gebe euch einen Tipp. Glaub an dich klingt gut. Glaub an Gott klingt besser. Jein. Ich glaube, glaub an Gott ist eine Formulierung, die sehr stark von deinem Publikum abhängt. Oder deinen Rezipienten oder so. Das kann auf außerordentlich viel Gegenwind stoßen. Kann auch sehr viel Befürworter finden. Ist eine sehr kontroverse Antwort. Ich finde aber Leroys Blick zu der Aussage sehr treffend. Wenn du in der Schlange stehst beim Aldi und die Aldi-Verkäuferin dich behandelt, als wärst du ein Stück Scheiße, dann denken sich manche Leute... Nochmal, ich hoffe, ich habe mich verhört. Käuferin, dich behandeln haben, damit du wachsen kannst. Ich gebe euch einen Tipp. Glaub an dich klingt gut, glaub an Gott klingt besser. Wenn du in der Schlange stehst beim Aldi und die Aldi-Verkäuferin dich behandelt, als wärst du ein Stück Scheiße. Okay, wenn die Aldi-Verkäuferin dich behandelt, als wärst du ein Stück Scheiße. Ist mir noch nie passiert. Aber okay, wir gehen mal so ein fiktives Beispiel weiter durch. Dann denken sich manche Leute... Uninteressant. Aber wenn du Glaube an Gott hast, wenn du für Gott bist, dann wenn dich die Aldi-Verkäuferin behandelt wie ein Stück Scheiße, dann denken sich manche Leute uninteressant. Aber wenn du Glaube an Gott hast, dann tust. Und nicht selber du Gott bist, weil irgendwann glaubst du so sehr an dich, also denkst du, dass du Gott bist. Das machen wir besser nicht. Deswegen, in der heutigen Zeit ist das. Ach, mein Handy habe ich da. Ist das Gott oder so? Und denkt immer dran, wer ist die oberste Autorität in deinem Leben? Und falls du das nicht weißt, boah, da musst du erstmal so weit zurückgehen, Alter. Dann bist du so noch in der Matrix drin, Alter. Ja, also deine oberste Autorität in deinem Leben ist Gott. Gott als Autoritätsperson ist aber Projektion. Selbst innerhalb der Theologie ist ja Gott das, was du aus Gott machst. Und selbst in theologischen Theorien ist meistens, also zumindest in allen, die ich jemals mir irgendwann mal unter die Finger gekommen sind, ist doch der Mensch meistens selbst das Göttliche. Oder er erkennt doch immer das Göttliche in sich durch sein Glauben an Gott. Es geht doch selbst in der Theologie um die Gottwerdung. Das ist doch auch der ganze Sinn des Aufstiegs in den Himmel und so weiter und so fort. Ach, egal. Geil, du. Wobei es geht auch immer um Unterwürfigkeit gegenüber dem Herrn. Ne? Ja, das ist immer so eine Kombination. Mit dem kannst du mal ein bisschen studieren. Die Jungs werden sich freuen. Also es hat ein bisschen was von Terre des Hermes gemischt. Und wie willst du denn Gott zur Autorität erklären? Also Gott sagt ihm doch überhaupt nicht, was er tun soll.
Also, außer er nimmt irgendein Buch zu Rate, wie die Bibel. Er hat ja auch schon aus der Bibel zitiert. Aber in der Bibel steht nicht, dass du 3 Tage nichts essen sollst und dann dich auf 3 Kilogramm Datteln freuen sollst. Und da steht auch nicht drin, dass du um 5.11 Uhr aufstehen musst, um 19 Uhr schlafen gehen sollst. Sind nicht alle seine Regeln nicht aus der Bibel? Hat er irgendeine Regel gesagt, die man aus der Bibel zitieren könnte? Oder beziehen könnte? Mit Thierry Mouglas. Ich bin raus. Das ergibt alles keinen Sinn. Gegen Ende bricht alles zusammen. Das ganze Bild ist kaputt. Patchouli-Note. Angel. Tja, hält der lange? Das ist immer die Frage. Das ist die Frage. Das müssen wir noch testen. Aber stimmt, in der Bibel steht, werde Milliardär durch Parfüme verkaufen. Richtig. Die Kappe ist echt genauso billig wie meine. Aber das ist nicht relevant. Weil guck mal, die kostet 20 Cent. Und die hier kostet 2 Euro. Wenn du jetzt ein 18-jähriger Unternehmer bist und 12.300 Euro gespart hast, dann fragst du dir, okay. Mit 18 Jahren 12.300 Euro sparen, ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich hatte mit 18 Jahren nicht 12.300 Euro, aber gut. Aber muss ein krasser Ferienjob gewesen sein. Ich muss 10.000 Düfte produzieren, 10.000 mal 2 Euro sind 24.000 Euro oder so. Und das sind 2.000 Euro. Ich mach das. Ich glaube, wahrscheinlich hatte ich mit 18 gerade so mal 1.000 Euro auf dem Konto. Mit Ach und Krach. Das hier. Und die Leute werden dich sowieso haten, Alter. Weil in der heutigen Zeit kommst du nicht drum herum, weil es zu viel von allem gibt. Und der einzige Weg, um Zuschauer zu generieren, ist edgy zu sein. Am besten natürlich in die positive Richtung. Aber das bist du. Ja, das hauptsächlich. Aber weißt du, manchmal edges auch an wie ein geiler Duft. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Das ist auch so eine These, die sehr häufig formuliert wird, dass man, um erfolgreich zu sein, edgy sein muss oder so keine Ecken und Kanten haben da darf und so. Das Ding ist, es gibt krasse Gegenbeispiele dafür. Also für mich ist Gronkh ein krasses Gegenbeispiel. Ich finde, Gronkh ist überhaupt nicht edgy. Und der ist einer der größten Influencer, die es überhaupt gibt. So. Also weiß ich nicht. Auch der ist so stark zitrisch. Der manchen Mädels ist ja zu saurerartig. Die sagen, das riecht wie Toilettenreiniger, weil er so saure Zitrone ist. Aber edgy, du musst edgy sein. Disruptive, disruptiv, wie das Internet das Fernsehen zerstört hat. Wie Blitz. Weil er mit der Erste war. Ja, aber es waren ja sehr viele mit die Ersten. Er war ja nicht der einzige YouTuber. So, ne? Es ist so, es gab sehr, sehr viele. Und dann kann man sich die Fragen stellen, warum hat es bei ihnen geklappt? Aber es war sicher nicht die Edginess. Wenn die Währung zerstört hat, wie das Handy das Telefon zerstört hat und alle anderen zerstören. Und du die Parfümindustrie auf links drehst. Alter Schwede, Mann, wenn du wüsstest, Mann. Und gleichzeitig kriechen die mir in den Arsch, gleichzeitig hassen die mich und gleichzeitig kriege ich 25.000 Dollar von denen und hinten rucks. Für einen TikTok. Und gleichzeitig sagen die, wir wollen keinen Graumarkthandel hier so, du weißt schon, diese parfümidealo.de, hier den billig kaufen. Aha, aber trotzdem, hinter die Tür geben die das schon den Brands, dass sie das billig verkaufen, weil die ja doch Umsatz wollen. Also, nichts bleibt im Verborgenen, was im Verborgenen gesagt wird. Real Talk. Es gibt ein ähnliches Zitat von Dürrematt, das klingt ein bisschen klüger. Etwas, was einmal gedacht worden ist, kann nicht zurückgenommen werden. So. Das ist nicht von mir der Spruch. Googelt nee, mal und von trotzdem. Mic Drop, Jeremy Fragrance, Freunde, schaut bei ihm vorbei. Das waren alles nicht seine Parfums. Ich muss mir deins noch besorgen. Habe ich von Jeremy Fragrance gelernt, aber random Leute zitieren. Schicke ich dir. Vielen, vielen Dank, freue ich mich drauf. Die Physiker und, ja. Schaut bei ihm vorbei. Steht, glaube ich, im Vor-Nach-Vordern von beiden. Auf YouTube, sonst wo. Checkt sein Parfum ab. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Bro. Bis zum nächsten Mal. Gut, bis dann. Tschüss. Ja, ne? Das war doch unterhaltsam. Sehr kritisch, aber unterhaltsam.